Diese Folge wird präsentiert von HelloFresh. Habt ihr vielleicht schon gesehen, vielleicht schon gehört, vielleicht selber auch schon bestellt, wie ich. Ich bin tatsächlich HelloFresh-Kund und habe mir schon so Essensboxen heimbestellt, wo man alles kriegt, wo man dann braucht, zum effektiv kochen. Und ich muss sagen, ich bin nicht der allerbeste Koch aller Zeiten. Ich bin vielleicht auch nicht der schlechteste. Ich habe das Gefühl, selbst wenn ich noch nie gekocht habe, hat ich es angekriegt. Ja? Weil es ist perfekt angeleitet, alles dabei, was es braucht. Bis auf Salz und Pfeffer, Öl und Wasser vielleicht. Ja? Das habe ich jeder heim. Alles andere kommt perfekt portioniert, perfekt parat zum Kochen, mit Bildern, mit sogar schon, das finde ich sehr gut, das ist für mich immer ein großer Faktor, eine kleine Anleitung am Anfang, die sagt, wie viel Pfanne man in welcher Größe man brauchen wird. Sensationell! Dann hat man das alles und schmeißt rein und geht schön nach den Bildern mit der Anleitung und dann kommt es einfach gut. Das sind tolle Rezepte, wo man sich selber aussuchen kann. Habe ich gemacht. Ich habe schön ein paar Rezepte ausgesucht. Jede Woche neu, aber man kann schon mal wählen. Gerne unter gewissen Kriterien. Zum Beispiel Familie oder eher vegan und so weiter und so fort. Und da habe ich mich ein bisschen zusammengesetzt und ich muss sagen, ich habe eine super Zeit gehabt. Ja? Weil ich bin oft im Stress und weiß gar noch nicht, was will ich essen, was brauche ich alles dafür. Meistens vergesse ich dann irgendwie drei Mahlzeiten einzukaufen und habe dann immer gerade das nicht passende daheim. So, in dem Fall perfekt, man kann sich die ganze Woche vorplanen. Und das Zeug heimstellen. Es kommt perfekt verpackt, schön kühlt, was kühlt muss sein. Und Top-Produkt, muss ich sagen. Also, das eine Fleisch, das ich hatte, war eine absolute Granate. Schön, lokal, frisch, hat sehr Spass gemacht. Und ich werde immer wieder mal bei denen bestellen. Mit ein bisschen Vorplanung ist das perfekt, wenn man weiss, dort habe ich eine Woche, dort ist viel los, aber vielleicht gleich etwas daheim kochen. Statt immer irgendwie. Nehmen Fastfood oder fertig Sachen bestellen. So, ich erzähle euch das aber natürlich nicht nur, weil ich begeistert bin, sondern weil ihr auch etwas davor habt und das bringt uns dann auch wieder etwas. Nämlich mit dem Code HFFeelGood. Alles am Stück, alles groß. HFFeelGood. Könnt ihr 95 Franken Rabatt kriegen auf die ersten 4 Boxen. Ja, es gibt noch einen Link, wo wir da unten reinpacken, wenn ihr es auf YouTube schaut oder wenn ihr es auf irgendeiner Podcast-App loset, hat es einen Direktlink, der euch weiterbringt. HF Feelgood ist der Code für 95 Franken Rabatt auf die ersten 4 Boxen. Probiert es mal aus, habt viel Spass und fühlt euch wie Chefköche. Weil so habe ich mich gefühlt. Ja? Die Folge also präsentiert von Hello Fresh. Alright. Gut, gut. Also, dann habe ich da so eine kleine Richtlinie. Okay. Das ist schon mal gut. Eine kleine große. Sehr gut. Dann legen wir los. Boom! Jetzt kommt der Moment, wo so mega Musik und alles. Oder? Ist schon gelaufen. Ah, schon gelaufen. Ja. Das ist mit dem ja. Kurzen Moment, ja. Kurzes okay. Intro. Ja. Okay. Wow, I see. Hast du schon mal den Podcast konsumiert? Konsumiert. Weißt du überhaupt, was dir erwartet? Ja. Eben, und ich weiß schon, denke, das ist, ob das jetzt gut oder schlecht ist, müssen wir dann am Schluss. Aber ich kann schon und ich bin auch immer mal froh drum, wenn ich dann im Zug sitze, dass ich dann für jemand Neuem kann hören kann. Also je nachdem sogar will ich auch schauen auf YouTube. Eben, das heisst, lustigerweise, auch wenn man das schon gehört oder gesehen hat, es ist dann eh immer anders. Ja. Also mit Patti Basel und Philipp Kuhn haben wir auf einmal eine halbe Stunde wahrscheinlich über Zauberei geredet. Ich glaube, nicht nur zur Freude von der Patti, aber es ist passiert. So. Ja. Wenn wir jetzt auch dort enden, wird es lustig. So. Nein, aber ich frage eigentlich immer am Schluss, was man macht, um sich gut zu fühlen. Mhm. Und bei dir habe ich gedacht, ich könnte das mal am Anfang fragen. Warum bei mir? Weil ich das Gefühl habe, es könnte in eine spannende Richtung gehen. Also zu mich gut fühlen heisst jetzt erstmal, also für mich meistens, wenn ich den Gedanken habe, ich muss mich jetzt gut fühlen, ist meistens vor irgendwie eine Phase, wo es vielleicht gar nicht so läuft. Und für mich
persönlich selber dreisteigern ist schwer, aber ich merke, dass das Musik hören, die ich früher einfach gehört habe, sau viel auslöst. Ich habe keine Ahnung, warum. Es ist so wie eine alte Playlist, die ich habe. Und dann lasse ich die abspielen. Da sind Sachen drauf, die wirklich, also heute zum Beispiel habe ich auch ganz kurz am Morgen, For Heart Alone, ich weiß nicht. Schnulzig Ass. Aber For Heart? Ja, yeah, Alone. Alone. Fuck, ich höre ein anderes momentan immer For Heart. Ja. Muss schon schauen. Und auf jeden Fall, aber eben das ist sowieso einfach flashback-mäßig und dann fühle ich mich, glaube ich, einfach gut, gehe auf den Balkon raus und shake dann vor wem auch immer schnell mein Viertel und gut ist. Ich höre immer There's the Girl. Sie? Das ist momentan recht. So, ich habe immer so zuletzt gespielt. Ja. Und das ist so mein eigenes Radio. Und wenn dann halt da irgendwie immer wieder mal drinnen ist und dann los ist, dann bleibt er auch drinnen. Ja. Weil dann ist er im Verlauf der letzten zwei Wochen oder so ist er gespielt worden. Ja. Nein, ich voll. Eben. Und ich glaube, das ist einfach bei mir. Viel mehr habe ich nicht. Es ist so, okay. So coole Quotes reinziehen, das Zeug. Es gibt ja Leute, die sich dann irgendwie ihre fangen an meditieren und Tantras oder ich weiß auch nicht, wie das alles nimmt. Das hat mir alles wie durch meinen Kopf zu. Ich denke dann einfach zu viel. Das geht gar nicht. Das ist aber der Anfang vom Meditieren. Das ist immer so. Dass man aufhören zu denken? Ja, nein, vor allem, dass man denkt, ich kann es nicht. Aha. Es fängt mit dem an. Das heißt, ich bin voll der meditative Typ eigentlich. Am Schluss bist du sicher. Immer am Anfang. Am Schluss bist du sicher, aber es fängt mit dem an. Und, ja. Und es geht eben dann genau darum, dass man irgendwann die Grenze kann, überschreiten. Und dann geht es noch jemand anders an. Aber es ist absolut, ich habe vorhin das Gefühl, ich kann das nicht. Und ich bin super ADSler und überall abgelenkt und so. Ja. Aber mit der Zeit geht es eben schon. Ist doch faszinierend. Yeah. Ich habe mich einfach immer gemerkt, so, das ist so, schon von Anfang an einfach nicht meins. So, aber. Nein. Ich probiere es mal aus. Unbedingt. Wie viel Zeit muss man sich da nehmen? Es geht in der Repetition. Also, aha, die Menge macht es dann aus. Die Menge macht es aus, indem halt einfach, wenn du ein paar Tage probierst, wirst du jedes Mal merken, dass du ein kleiner Schritt weitergekommen bist. Ist denn das, was du machst, um dich gut zu fühlen? Oder was, hätte ich schon mal jemand gefragt, was machst eigentlich du? Ja, das haben mich schon ein paar gefragt und ich gebe mir dann immer, ich bin dann immer zu hart mit mir selber, indem ich so denke, ich kann jetzt keine gute Antwort geben, weil es sollte ja um das gehen. Aha. Und ich sage auch immer irgendetwas anderes. Weil es sind wirklich viele Sachen. Yeah. Aber Musik ist definitiv so etwas. Aha. Ich habe schon gemerkt, wie man sich kann in etwas positiv gesehen reinsteigern kann. Indem es wirklich oft so früher habe ich sogar vor Auftritt habe ich noch so motivational Musik gelost. Nein, schon nicht so Braveheart. Ja, so Hardcore 3. Nein, sondern, weißt du, was du immer gesehen hast? Flume on top. Ja? Kenne ich nicht einmal. Flume ist so ein Elektro-DJ, was weiß ich. Okay. Und er hat einen Song gehabt, der heißt On Top. Das ist eigentlich ist ein Hip-Hop-Track. Okay. Das heißt, du bist voll wirklich so reinstampfen. Und da hast du wirklich so gesehen, I want the top. Du bist, weißt, und ich bin so zwei Jahre am Spielen gesehen und dann habe ich irgendwie gehört, ich weiß noch, einmal ist so krass, ich habe ich Solo in Baden. Yeah. Und irgendwie 30 Leute, oder? Und dann bin ich wirklich so, dann bin ich so mit dem Kopfhörer und dann so gesehen, I want the top. So hinten. Und irgendwie so, bist so gefühlt irgendwie so, weißt du, so, yeah. Und danach kommst du raus und danach hat mit der Zeit habe ich gemerkt, es macht wirklich keinen Unterschied. Weil, weißt du, das Schlimme ist, wenn du diese richtig aufpushst und dann kommst du auf die Bühne und die Stimmung ist vielleicht noch nicht dort, wo du es denkst, dann ist es so, oh shit, und dann geht alles schon zusammen. Das ist kontraproduktiv. Eben. Es ist so voll auf der Höhe und du kommst aus Herkules raus und es sind alles Pinguine dort. Und mit der Zeit habe ich gemerkt, es ist eigentlich einfach irgendwie, es sind sicher so Automatismen, die im Hintergrund laufen, aber ich habe nicht so Zeugs mit, jetzt muss ich dann das Handy weglegen, jetzt muss ich dann das machen und jetzt muss ich meine Breath-Exercises machen, sondern mittlerweile ist es wirklich so, ich kann mit dir so wie jetzt noch schwätzen, eine halbe Minute, bevor ich auf die Bühne muss. Ah, wirklich? Oder 10 Sekunden. Ah, dann schaffe ich mega. Und dann ist es einfach, tschüss. Und dann gehe ich auf die Bühne und dann bin ich gerade da. Und es hat es einmal gebraucht, wo ich effektiv auf der Bühne noch nicht da gesehen bin. Und ich habe das Gefühl gehabt, ich kann das. Und dann gehe ich auf die Bühne und so nach 20 Minuten bin ich mental auf der Bühne gesehen. Yeah. Und irgendwie hat mir das so viel, ist so eine große Leere gesehen in dem Moment, dass ich es einfach jetzt wie unterbewusst immer ankriege, schon auf der Bühne zu sein. Faszinierend. Hat so ein paar Momente gebraucht. Ich finde das mega krass, weil das ist etwas, was ich bis jetzt wirklich nicht geschafft habe. Klar, ich bin jetzt noch nicht lange unterwegs und so, aber ich
ich muss vor dem Auftritt eine halbe Stunde vorher Ruhe haben. Yeah. Also wenn es auch nur ein Backstage gibt oder so, dann muss ich meinen Bandmitgliedern sagen, hey bitte, nicht gehen raus, aber reinkommen. So. Ich weiß nicht warum. Und es aber das, so sind Typen auch wirklich unterschiedlich. Ja, ja, also, ich hoffe schon, dass ich an das ankomme, weißt du, damit es ein bisschen, wie soll man sagen, nicht repetitiv wird, aber trotzdem, dass es ein bisschen normal wird. Dass man dort eben mit den Leuten gewisse Sachen besprechen, vielleicht gewisse Punkte nochmal durchgehen und so. Weil das macht alles für mich allein. Und es ist sogar so eine gute Story. Der eine ist sogar mal. Wir haben eben gesagt, eben, es war ein Gast, der einfach auch gekommen ist. Und dann haben wir gesagt, eben, ich brauche jetzt Ruhe, sorry, gell, man kann nach der Show wieder reden. Und dann haben wir gedacht, was könnt ihr da hinten machen? So wirklich so in so voll die Drogis oder weiss ich nicht was. Und ich komme tief und entspannt raus, das pure Gegenteil von dem. Und dann hat es von vorne bis hinten nicht verstanden und ist dann zu meinem Manager, was haben die jetzt dort gemacht? Und dann, hey, er macht einfach nichts. Absolut nichts. Er findet nur zu sich selber, probiert nochmal alle Punkte durchgehen und geht dann ruhig auf die Bühne. Also es ist eigentlich sau langweilig. Ist nur lustig. Ja. Yeah. Aber ich kenne auch jetzt noch Leute, die so sind. Auch nach 30 Jahren. Also, weißt, ich glaub, also manchmal muss man es nicht nein, ich glaube, man muss für sich finden, was stimmt. So. Mhm. Und ich glaube, dann ist es am besten. Also weißt, ich kenne Leute, die sind auch super nervös, aber ich weiß, sie wären nicht so gut, wenn sie nicht so nervös wären. Sie werden besser durch das, oder? Und irgendwie ich habe konzentriert oder warum? Ja, mehr da und durch das auch mehr Energie. Mhm. Also und ich habe für mich mehr gemerkt, ich bin besser, wenn ich das nicht habe. Okay. Aber es ist wirklich völlig unterschiedlich. Ich muss jetzt mir auch glaube noch ein bisschen beobachten, verschiedene Sachen. Genau, verschiedene aber ich glaube, das ist der Prozess, oder? Eigentlich habe ich ja keine Ahnung von dem, was ich jetzt momentan gerade mache. Yeah. Also so, weißt du, ich meine, ich gehe auf die Bühne und probiere einfach irgendetwas abzurufen, wo ich eigentlich gar nicht weiss, ob es so stimmt oder nicht. Yeah. Und dementsprechend ist für mich so, ja, bis jetzt klappt es so, wie ich es mache, aber ob das das Beste ist oder nicht, keine Ahnung. Ich mache einfach. Genau, aber allein indem du einfach machst und es schon mal funktioniert, kannst du dann den nächsten Schritt gehen und dann dir überlegen, okay, was könnte ich noch anders machen, was könnte ich... Denkst du an die Sachen vor dem Auftritt oder denkst du, also vor dem kurz vorher, oder denkst du an die Sachen danach so, hey, das war jetzt nicht gut und jetzt muss ich glaube heim gehen und überdenken, was könnte ich anders machen? Ja, also das eine ist inhaltlich und das andere ist die Präsenz. Und ich glaube, Präsenz ist wirklich mit der Zeit antrainiert. Also weißt du, wo halt wirklich eben, der Moment, wo ich auf die Bühne gehe, ab dem Moment bin ich da. So, oder? Und sicher habe ich auch dort so zwei, drei Sachen einfach implementieren, wo einfach irgendwie, keine Ahnung, meine eigene Energie besteigern. Ja. Yeah. Also ich komme auf die Bühne und mache, hey, oh, weißt du, was auch immer. Das habe ich früher nicht gemacht, aber das hat sich wirklich so ergeben. Der Unterreger ist mal zu mir gekommen und hat gesagt, du, wann hast du das angefangen mit irgendwie dieser komischen Verbeugen? Weil ich komme immer raus und mache irgendwie so die Hände in die Luft und dann mache ich irgendwie so, keine Ahnung. Ich sehe es ja denen nachher, oder? Yeah, und habe gemerkt, das ist irgendwie so ein automatisierter Prozess, der irgendwann mal angefangen hat. Und das mache ich jetzt einfach. Jetzt also hast du das einfach machen, weil es gezogen hat? Oder hast du das einfach machen, weil es einfach auch du bist? Es ist ohne Scheiß, es ist, keine Ahnung, dann spielst du die siebte Show in einer Woche. Mhm. Und irgendwie macht die Hirne dann einfach etwas. Ich kann es nicht erklären. Es ist einfach so, es ist einfach so ein Impuls, wo einfach irgendwann so, und dann denkst du, okay, und irgendwie, es hat sich gut angefühlt, hat sich richtig angefühlt, dann machst du es das nächste Mal wieder. Und auf einmal ist es drin. Der Conan O'Brien, großer Held von mir, der ist irgendwann ist das sein Markenzeichen geworden, der String Dance. String Dance. Wenn du das mal gesehen hast. Vielleicht gibt es irgendein GIF oder irgend sowas. Können wir mal schauen. Er hat dann quasi imaginäre Fäden an seinen Hüften. Er sie zuerst befestigen quasi und dann hat er seine Hüfte aufziehen. So. Und mit der Zeit, weißt du, so Footballer nach dem Touchdown haben sie ja den String Dance gemacht und solche Sachen. Sollen mal schauen, ob man es gerade gesehen. String Dance Conan, Achtung. Oh, schon weg. Können wir nochmal? Oh. Jetzt warten wir Pult. Du musst eins zurück. Okay,
Das ist jetzt auch wieder 20 Jahre her. Ja. Dann kommt irgendwie rum, bla bla. So, und was er erzählt hat, ist Show, keine Ahnung, 1137 oder irgendwie so. Hat oft schon X gemacht. Und der Christoph schaut jetzt eine halbe Stunde Conan. Ja, es ist halt schon. Es ist halt einfach auch sau gut. Ich übe jetzt den String Dance. Und dann bist du halt wirklich irgendwie in der Repetition und irgendwie, du musst Zeit schinden, weil du weißt, heute haben wir nicht so viel und eben dann passiert es irgendwann und es gefällt den Leuten und dann machst du irgendwie weiter. Und das sind das ist eben so Automatismen, die kommen mit der Zeit. Ich kann es auch nicht erklären. Und bei mir ist es, glaube ich, wirklich so komme ich auf die Bühnenenergie von Anfang an. Weil das mache ich ja sonst nicht. Ich sage ja nicht, wenn wir uns sehen, sage ich ja nicht, hey! So im Tramle. Ja, eben. Überhaupt nicht. Aber es switcht mein Kopf dann irgendwie auf die Bühne-Person. Ja, ja. Ja. Da habe ich, glaube ich, auch noch zu viel, nicht zu viel, aber sicher noch viel zu lernen. Weil, weißt du, bei uns, also bei mir jetzt, zum Beispiel ganz anders, wenn ich auf die Bühne gehe, wollen wir einen epischen Moment kreieren. Oder? Ja. Es ist dann eben, es geht dann nicht darum, die Leute abzuholen, sondern die Leute im. Irgendwie zu behalten. So. Das heisst, mein auf die Bühne gehen ist auch mega tief. Es ist nicht mega so, ich muss jetzt emotional und melancholisch und ich muss jetzt schwer. Und ich weiß nicht, was immer von Vorteil ist. Vielleicht muss ich mal eine Show machen, die ein bisschen mehr. Hey! Hallo! Nein, hey. Musst du wahrscheinlich nicht. Also, darum sage ich, es ist für jede Person so unterschiedlich. Und ich meine, Musik ist eh nochmal etwas anderes als Comedy. Ich meine, ich bin froh, wenn ich die Leute von Anfang an auf einem Level habe. Aber du kannst natürlich dramaturgisch viel mehr schaffen. Ja, vielleicht, ja. Ja. Ich weiß auch noch, ich finde es lustig, wenn du das erzählst. Ich war in dieser Vorjährigen in Zug gewesen. Stimmt. Du bist ein von 13 Menschen gesehen. Mein letztes Solo, wo ich aufgeladen habe in voller Länge, das bist du gesehen. Und das ist der Shit gesehen. Ja, das ist wirklich. Und du bist voll mit dem. Es ist sowieso, eben, wir sind, ob es jetzt 13 oder 15 in dem Moment ist so. Ja. Aber man sitzt dort in und merkt, okay, wenn ich jetzt lache, jeder hört es. Aber du bist nicht rausgekommen mit einer Sauenergie. Das ist eben so, egal ob 13, 15, 100, 200, das ist so wie. Und das hat. Es war recht beeindruckend gewesen, weil du es geschafft, bei mir irgendwie innerhalb von 2 bis 5 Minuten den Gedanken von, wenn ich lache, gehört es jeden, abzuschalten. Yeah. Es ist so wie da innen, sind wir jetzt ganz schnell alle hoppla Vollgas drin. Das ist noch ein guter Ansatz. Ja. Finde ich gut, so vor allem jetzt für deine Branche. Bei meiner Branche wüsste ich jetzt nicht, ob es geil wäre, wenn du so voll episch reingehst für 5 Leute. Ich habe schon Profis gesehen, weißt, wenn eine Show mit wenig Leuten ist und die haben sonst eine saue Energie, die sind dann schon so weit in ihrer Comedy, dass sie das gleiche Material auf einem völlig anderen Level können bringen, wie sie wissen, da hat jetzt wenig Leute. Und es ist trotzdem das gleiche Material, aber es ist wie, keine Ahnung, es ist wie eine Unplugged Version vom Song. Mhm. Weißt du, es geht dann in einen anderen Groove. Das sind wirklich Profis, oder? Ja, aber ich habe für mich und in der Stufe, wo ich bin, habe ich das Ziel, ich will einfach möglichst knallen, oder? Ja, ja. So, und vielleicht, wenn ich dann 60 bin, finde ich, heute machen wir einen entspannten. heute machen wir ganz ruhig. Die 30 Leute hier, das wird so. Ja. Keine Ahnung, vielleicht aber auch nicht. Vielleicht würde ich immer wollen, das Knaller-Ding sein, aber wahrscheinlich nicht. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich weiß nicht, ich kenne einfach auch gewisse Shows, wo ich so geschaut habe, ich kenne jetzt keine Namen und so, das ist für mich immer schwer, wo auf die Bühne kommen, völlig gelassen, eben über 60 oder so, und die Leute schreien. Ja. Sie schreien einfach, weil der Charakter halt einfach so auch ist. So, genau. Das ist zu dem Worten, stellt dann sie Whisky auf die Bühne, irgendwie auf den Stuhl und dann... Wie gesagt, Ron White. Ron White heißt er. Ja, das ist... Du fährst es schon ab. Wir haben schon sehr lange vorher den Podcast aufgenommen. Aber der Ron White wird es da. Musst du mal anschauen.
Ron White. Mhm. Ist der auf Netflix? Mhm. Eid, da kann ich es schauen. Ja, auf YouTube irgendwo. Zigarre und Whisky. Aber wirklich? Ja. Er ist schon elegant, oder? Und ich habe mal live gesehen, irgendwie 12:30 am Morgen, hat er sein Set gehabt. Mhm. Und da ist er mit einem Schotterrock auf die Bühne. Und er ist wirklich knallvoll gesehen. Ja, man gönnt sie. Whisky knallvoll, aber er hat sein Material perfekt können bringen. Und das ist mit der Zeit dann auch so ein bisschen stick. Ich glaube, auch wenn er nüchtern ist, haben die Leute das Gefühl, er ist voll. Weißt? Das ist seine Vielleicht Rolle geworden. Vielleicht wirst irgendwann so gut, ja. Vielleicht, ja. Ja. Eigentlich ist wahrscheinlich voll der intellektuelle Typ, der daheim Bücher liest und macht und tut. Und dann so, wupp. Ich ziehe mir den mal rein, das finde ich gut. Ja, da musst du mal. Musst das ist auch finde ich immer geil, wenn es wirklich so der Charakter eigentlich so gesehen mega viel ausmacht. Oder eben was dann Joe ausmacht. So. Ja, und vor allem bei dem merkst du auch wirklich, der ist eben zu dem Charakter geworden. Mhm. So. Also das etwas kannst du nicht steuern. Ja. Ich glaube, das ist bei dir ja etwas Ähnliches, dass man hat bei dir nicht gesagt, jetzt machen wir super Happy Pop. Obwohl, ich bin mal gefragt worden, ob wir auf Deutsch machen. Also genau. Also ja. Deutsche Happy Pop. Ja. Das ist jetzt gerade trendy, ja. Oder? Wow. Leg los. Nope. Eben. Nein, wirklich, es stimmt. Man hat schon ein bisschen das, was man schon hat, so irgendwie lassen sprießen und schauen, ob das noch intensiver kann werden. Ja. So. Yeah. Stimmt schon. Ich überlege gerade nochmal, was für Hürden wir hatten. Es sind nicht viele Leute gekommen, es ist nur so der Moment da gewesen, so, es wäre doch toll, wenn einer wieder mal ein bisschen auf Deutsch Musik macht aus der Schweiz. Yeah. Und so, ja, es wäre schon toll, aber ich bin absolut falsch im Fall. Weil, ja, gell, wir Schweizer, wie wir sprechen und so. Nicht klar so, yeah. Aber trotzdem, das, ich habe nicht das Gefühl, dass es wird funktionieren, wenn du nicht längere Zeit da gewesen bist zum Beispiel. Das wäre auch nicht der Charakter. Wie würdest du es finden, wenn du meine Musik jetzt auf Hochdeutsch würdest hören? Ich will dir zeigen, wer ich bin. Ja, aber wahrscheinlich nicht. Ja, und es ist genau das. Also, ich glaube, dort liegt ja auch, wie will ich sagen, dort liegt ja irgendwie auch die Kraft, wo effektiv man das machen sollte, was man am besten kann. Jo. Und wo eben auch zu einem passt. Also, weißt du, weil du kannst hart hören, mhm. Aber wegen dem musst du nicht hart spielen. Okay, jetzt macht da viel Sinn, wo mich die Sachen, die ich höre, überhaupt nicht die Sachen sind, die ich mache. Ja. Yeah. Das muss ich immer wieder überall, wenn sie mich fragen, so, was sind deine Gründe zum Musik machen oder was hast du gehört, wo kommt deine Kreativität oder eben deine Inspiration, yeah. Und so. Sag ich mir, hey, ganz ehrlich, also das wenn, also bis in einem gewissen Grad könnte das schon wissen, aber das, was ich wirklich los und konsumiere und so, das weg, weiter weg davon. Also so ein deutscher Rap zum Beispiel. Mhm. Also in keinster Form bin ich irgendwie noch dran und ich finde es eben noch spannend, dass ich das trotzdem weitermachen kann. Yeah. Also eben, ich kann dort irgendwie völlig noch daheim sein und das immer noch hören und einfach irgendwie für mich konsumieren, aber ich muss es nicht machen. Genau. Ist noch... Ja, das sehe ich bei der Comedy auch, weil das habe ich auch schon ein paar Mal erzählt, weißt du, wenn du anfängst mit eben so deine Inspiration am Anfang, das war bei mir gross gewesen, damals Ricky Gervais, Louis C.K. und weißt, alles sehr, sehr schwarz, Humor, bös, mhm. Voll edgy. Und ich habe mich einfach null wohl gefühlt mit dem. Ich habe gemerkt, das bin ich dich. Mhm. Und nur weil ich das gerne konsumiere, heisst nicht, dass ich das dann muss machen muss. Ja, so, hast du es mal probiert? Ja, ja, am Anfang ist es schon ein bisschen anders gesehen. Ja. Dann hast du gefunden, oh, da hauen wir noch eine richtig derbe rein. Gibt es immer Aufnahmen oder so etwas? Ja, also, wenn du das erste Programm schaust, ist das schon ein bisschen ein anderer Groove. Ist erträglich? Viel, es ist spannend, weil erträglich, natürlich würde ich es heute nicht mehr so machen. Ja. Aber ich finde es spannend, weil ich sehe gern, auch bei anderen Leuten, ich sehe gern die Evolution. Ah, du bist so einer? Ja. Yeah. Also du hassest Linkin Park dann nicht dafür, wenn sie sich verändert haben oder so? Das ist natürlich... Achtung, das ist ein spannender Punkt, weil verändert man sich, weil das jetzt gerade der richtige Move ist, oder verändert man sich, weil man sich effektiv verändert? Ja, okay. Weißt? Okay. Und natürlich ist das beides immer gekoppelt. Also mit dem Dabu schon darüber geschwätzt. Dabu seine Evolution ist ja eigentlich auch von Hip-Hop zu jetzt wirklich Pop. So, und jetzt geht es langsam wieder, jetzt geht es noch ein bisschen mehr in
in Singer-Songwriter und ein bisschen mehr Experiment machen in diesem Bereich. Aber ich glaube auch, weil sie es spannend finden. Oder? Das eben, ist halt und das ist Punkt. Aber wirklich eine persönliche Evolution. Ja. Und natürlich ist die auch getrieben, wie heißt das Wort? Es geht intrinsisch und extrinsisch, sagt man so. So extrinsisch. Du fragst absolut falsch. wenn man mit wichtigen Wörtern will. Patti Basel hat so etwas gewusst. Hundenbo! Nein, also quasi die innere Motivation und die von außen gesteuerte Motivation. Sorry, aber weißt, du musst über Magie reden. Jetzt kommst du mit dir komm jetzt mit mir. ich mache eigentlich immer das falsche Thema. Tian, komm, wir reden jetzt mal ein bisschen über Fremdwörter. Über Fremdwörter. Ich kenne gar nicht so viel. Ich glaube, das Spannendste ist Ökoton. Ja, das ist der. Für alle dort aus, die wissen, was es ist, lasst mich allein. Ich mache das jetzt trotzdem. Ich glaube, das ist der ganz dünne Grad, so wie ich das mal mitbekommen habe, zwischen zwei verschiedenen natürlichen, ich will nicht sagen Prozesse, aber das beste Beispiel ist zwischen Asphalt und Graslandschaft. Dort zwischen die ganz, ganz dünne Linie, dort, wo es keinen Übergang gibt, das ist sogenannter Ökoton. Das gibt es in grossen Gebieten, zum Beispiel Sumpf und dann kommt wieder Stein und das gibt es eben auch im Kleinen. Und das ist, glaube ich, das einzig Spannende, was ich kenne. So, also der Rest. Jetzt habe ich etwas gelernt. Wow. Ja. Also, was ich auch sagen mit, ich glaube, intrinsisch und extrinsisch oder irgend sowas, ist einfach, du hast eine Motivation, die von innen gesteuert ist, und du hast eine Motivation, die von außen gesteuert ist. Und es ist zum Teil schwer festzumachen, wo die eine Grenze aufhört und wo die andere anfängt. Also, dort gibt es keinen Ökoton. Dort verläuft es einfach. Genau. Lustig. Und das ist ein fließendes Hin und Her, oder? Und darum finde ich spannend, Evolution zu sehen, wenn ich merke, die Person oder die Band oder die Comedian oder was weiß ich, macht Evolution durch, wo irgendwie. Natürlich schwätze ich jetzt anders wie mit 25. So oder so. Ja. Ich glaube, der Bill Burr hat mal gesagt, eigentlich solltest du nie irgendwie Komiker mit dem ersten Programm gar nicht sehen. So, die 20er Jahre, das will gar niemand. Oder? Ja. Es gibt ein paar Ausnahmen, was mega geil ist. Ich habe mal in Schottland habe ich mal einen 17-Jährigen gesehen. Der oft schon richtig gut gesehen ist. Ja. Und der hätte natürlich können ausnutzen, dass er aussieht wie 17. Und wenn der dann wirklich so leicht lächelnd von Boobs redet, dann verrecken alle. Weil sie denken, ja, schau, der Bub redet von Boobs. Weißt du, Weltklasse, oder? Das sagt dann eben extra Boobs, weil es so ein unschuldiges ist. Aber ist ja etwas bewusst. Genau. In diesem Alter schon, ist krass. Das ist richtig krass. Vor allem, weißt du, der ist als Letzter gekommen. Ich denke so, wieso kommt der als Letzter? Ja. Nach so zwei Minuten so, Adler. Weil er einfach brennt. Ja. Weil er einfach brennt. Ja, das ist nicht schlecht. Ich finde es gerade lustig, wenn ich darüber nachdenke, was ist mit denen, die den umgekehrten Prozess machen? Also sie entwickeln sich zwar auch, aber nicht wirklich ins Bessere. Ja. Yeah. So, es ist mehr ein Anpassen von kleinen Schritten zu einem Punkt, wo es nicht wirklich gut wird. Ja. So, yeah. Der verzweifelte Versuch, irgendetwas zu verändern. Was ist denn? Gib mal ein Beispiel. Muss ich jetzt ein Name-Dropping machen? Nein, also... Nein, ich weiß nicht... Ich Coldplay ist für mich bitte so. Gut. Genau, ja, also so genau. Es ist so wie irgendwie, sorry an alle, die Coldplay in der Hand finden, aber ich habe das auch irgendwie beobachtet. Es ist so ein Beobachten von irgendwie, probiert etwas zu wiederholen oder etwas wieder zu kreieren, was zwar noch irgendwie ein bisschen speziell ist, aber es ist nur speziell gut. Ja. Yeah. So, und ich glaube, es lebt davon, dass sie halt eine riesen Fanbase haben durch das, was gesehen ist. So. Ja, und für mich ist es dann eben lustig, weil es kommt dann mal irgendwie, keine Ahnung, ich habe jetzt Yellow wieder mal gehört. Ja. Das ist oft richtig geil, weißt du? Das ist dann so, oh, shit, die haben ja tatsächlich ein paar richtig geile Songs gehabt, aber ich habe es schon fast vergessen, weil die jetzt, ja, ich verstand, warum das ankommt und ich verstand, warum es eine große Fangemeinde hat. Ich weiß aber auch nicht, ist das denn so eine Fangemeinde, weißt du, wo effektiv unbedingt das Lied will hören oder passt es in die Streaming-Zeit, wo man sagt, das stört mich sicher nicht. Ach so, weißt? Okay, yeah. Also ich weiß auch nicht, dort... Vielleicht der einzige Anker noch so ein bisschen Nostalgie ist, oder warum? Ja, und also, wie heißt der jetzt, mit wie heißen sie, BTS? Das ist ja oft so ein Ohrwurm, so, und der stört manchmal ein bisschen, aber wahrscheinlich nicht genug, dass du den wegskippst.
Ja, er ist halt My ja. Universe. Ja, ja, voll, voll. Ist BTS? Oder, ich habe keine Ahnung. Ja, ja. Nein, ich bin, okay, ich bin bei dir. Ja, okay. Der Mike Müller hat es in diesem Podcast mal gesagt. Er sagt, die Entwicklung ist leider nicht linear, seine Meinung. Dass man eben nicht immer besser wird. Mhm, und ich probiere immer so für mich halt konstant zu hinterfragen. Und dann hilft es eben auch wieder mal ein altes Programm zu schauen. Nicht, dass ich das Ganze schaue, aber ich bin dann auf einmal motiviert, weil ich so denke, ah, schau, das mache ich etwas komplett nicht der Norm entsprechend, weil ich es nicht besser gewusst habe. Mhm. Das ist aber eigentlich noch der lustige Teil dran. Das heisst, irgendjemand in mir ist das. Das heisst, vielleicht muss ich das wieder mal probieren, rauszuholen. Aha, ich finde es noch lustig, ich probiere alte Videos noch anzuschauen oder so, um zu wissen, was für Schritte ich vorwärts gemacht habe, um nicht in das zu fallen. Ja. Also so, ich ist noch lustig, du siehst, ich glaube, das ist einfach mein Mindset wahrscheinlich. Nein, es ist... Ich schaue dann wirklich Sachen an, die nicht gut sind und sage, nein. Anstatt die, die dort vielleicht schon vorhanden waren, sind, gut, du sagen, vielleicht nehme ich die mit. Genau, aber bei dir ist natürlich der Unterschied, dass du... Der Song ist immer noch der gleiche Song. Mhm. Oder? Und bei mir ist es effektiv ein Witz, den ich vor 8 Jahren gemacht habe, den ich heute sicher nicht mehr bringe. Und ich entdecke dann eher in dem Witz etwas als in der Performance. Weil alles, was Performance anbelangt, finde ich... schon nur das Zugvideo finde ich schon wieder schwierig zum Schauen. Weil ich schon wieder merke, vielleicht sind wir auch, schon wieder zu weit weg von dem, was ich jetzt mache. Weißt du? Es geht so schnell. Finde ich jetzt noch krass, weil ich habe das großartig gefunden. Ich auch. Und das also, ist für den Moment. Wenn ich jetzt, ich glaube, vielleicht hast du es öfters geschaut wie ich oder so. Aber für mich war das eben jetzt das nostalgische Blöd gesagt, weil ich zurückschaue und sage, das ist genial oben gesehen. Ja, gut, also weißt du, so. Ein Programm, das mir gefällt, nicht von mir, aber sonst schaue ich auch gerne mehrmals. Okay. Was ist, das ist für mich dann wie Musik hören, ja, wo ich dann so finde, wow, das muss ich oft wieder sehen. Ich habe ein paar Programme habe ich sicher im zweistelligen Bereich schon gesehen. Ja. Aber wirklich, wiederholt und dann lachst du über die gleichen Witze wieder? Hey, irgendwie, ja. Zum Teil kommt ja, zum Teil kommt ja sogar der Moment, wo ich merke, ah, oh, jetzt kommt denn das wieder. Ja. Und du fährst dann halt so an Details. Ich meine, es ist wie ein Film mehrmals schaust. I see. Ja. Ja, okay, ja. Ja. Und auch live, ich meine, ich trete so viel mit Kolleginnen und Kollegen auf. Gewisse Nummern kenne ich in- und auswendig. Und dann ist es aber halt an dem oben, ist einfach irgendwie, da ist das eine Wort am anderen, an der anderen Stelle. Und dann ist es nicht mehr so witzig. Und dann, doch, dann kann es durch das witziger sein. Oder irgendwie, es ist einfach, die Interpretation ist halt immer trotzdem ein bisschen anders. Es ist aber schon krass, was für Parallelen es gibt zwischen der Musik und, Stand-Up-Comedian oder einfach allgemein Comedian. Was, ich finde es einfach recht beeindruckend. Das ist so, ich mache das auch. Mhm. So, aber dann sind es so Sachen wie Ansagen. Weißt du, so eine Ansage von einem Song ist extremst wichtig. Mhm. So, wie und was sagst du in dem Moment und können die Leute folgen, wird es zu viel oder zu wenig und so. Und du beobachtest das über einen längeren Zeitraum. Genau. Und dann plötzlich hast du so ein bisschen drinnen. Und könntest eigentlich genau das Gleiche wiedergeben wie die Person dort vorne. Aber auch bei sich selber natürlich, oder? Und merkst den Unterschied zwischen, jetzt habe ich irgendwie etwas gesagt, was viel lustiger ist. Also, ich habe zum Beispiel das Beispiel gehabt, anstatt auszogen, habe ich dann mal irgendwo in einem auszogen worden gesagt. Mhm. Also, ich bin dann von daheim auszogen worden. Mhm. Und plötzlich ist es lustig gewesen. Ja. Und ich bringe das jetzt nicht jedes Mal oder so, aber ich finde es noch lustig, wie so, eben so, wie du es gesagt hast, einzelne Sätze plötzlich ein ganz anderes Spektrum reinbringen, wo vielleicht sogar eben gut sind. Und das ist schlussendlich die Arbeit vom Stand-Up-Comedian. Das ist eigentlich genau das, du repetierst immer wieder, meistens ein bisschen anders und probierst das halt zu perfektionieren. Nehmen wir dann auch jede Show auf? Ich nehme jede auf. Ja? Ja. Ich glaub, Audio. Ich glaube, so eine Medien, wie sagen wir denn, so Künstler schaffen, ist das, glaube ich, einfach die einzige wirkliche reale Möglichkeit, zu schauen, ob es gut war oder nicht. Es geht mir nicht mal darum zu schauen, ob es gut war. Es hat mir aber früher geholfen, die Brücke ein bisschen zusammenzubringen, von so wie du dich fühlst auf der Bühne, ist zum Teil nicht, wie es hätte können wirken. Also, weißt du, das heißt, du hast jetzt das Gefühl gehabt, das ist die geilste Show ever gewesen. Und dann halt losisch 2 Minuten drin und denkst so, oh, so gut, das ist jetzt gar nicht gesehen. Aber auch umgekehrt hat es schon geholfen, das Gefühl gehabt, oh, das ist jetzt nicht so, und dann merkst du, nein, ist gar nicht so schlimm gewesen, sondern irgendwie mein Gefühl ist ein bisschen anders. Das ist mir das Erste meistens.
nicht so. So, aber die Brücke hat es ein bisschen zusammengebracht. Nein, vielmehr finde ich, das wichtigste Instrument, wenn man hauptsächlich mit der Sprache schafft, ist das wichtigste Instrument, dass man effektiv die Aufnahme hat. Das ist für mich das Wichtigste. Ich verstand bis heute nicht Menschen, die sich nicht aufnehmen. Bei Comedy. Weil einfach... Ah, das gibt's. Ja, es gibt aber das sind nie gesessen oder so. Doch, ey, es gibt, und das sind natürlich auch Meister, gell? Ich bin in Berlin, bin ich mit einem auftreten. Der spielt jetzt jeden oben die gleiche Geschichte, aber wirklich merklich anders. Mhm. Und zwar, glaube ich, für ihn, dass es Spaß macht, dass er irgendwie im Rhythmus bleibt, einfach, dass es für ihn spannend bleibt, ja. So. Und dann bist du natürlich auch so, so wie es am Dienstag war. Schon ein anderes Level. Das war perfekt, oder? Ja. Und dann irgendwie am Donnerstag, da hast du fast das Gefühl, es ist auseinandergefallen. Aber Freitag war auch nicht schlecht gewesen, so. Aber macht das vielleicht ein Profi aus? Ich weiß es nicht, das ist auch wieder eine verschiedene Herangehensweise. Was du natürlich auch nicht willst, ist, dass es vortreibt wirkt, oder? Dass es wirklich so, und ist das, so. Und da gibt es auch verschiedene Herangehensweisen. Aber für mich, das wichtigste Instrument ist, ich erzähle etwas auf der Bühne, und das funktioniert, dann ist das Wichtigste, dass ich nachher noch weiß, was habe ich erzählt, dass es funktioniert hat. Und wenn nicht einmal mein damaliger Manager noch hat können wiedergeben, was ich gesagt habe, obwohl er die Show schon 30 Mal gesehen hat, wie soll ich denn auf der Bühne, wo irgendwie eineinhalb Stunden etwas runterrattert, wie soll ich denn irgendwie mich noch daran erinnern? Vor allem sind es dann 7, 8 so Momente. Das heisst, dann will ich effektiv können hören und was sagen, okay, geil. Und mit dem geht dann auch eben eine neue Dimension auf. Und das Gleiche ist mit so Ansagen, wo du dann eben irgendwann merkst, jetzt habe ich das anders gesagt. Kann man beibehalten, kann man vielleicht wieder anders machen. Aber es ist so, ich finde das spannend, weil für mich hat schon ein Konzert, im Positiven wie im Negativen, wahnsinnig viel ausgemacht mit den Ansagen. Ja, ich glaube, das ist völlig unterschätzte Disziplin. Ja, es ist, vom es ist ein eigenes Ding, das muss sitzen eigentlich. Und ich habe einfach ein Problem bei unseren Dingen, vielleicht ist das bei euch auch so, aber ich stand dann dort und zum Beispiel bei den Songs oder auch bei den Ansagen würde ich gerne emotional tiefer gehen. Mhm. Also ich würde gerne die Gefühle aufholen und auch so mit den Gefühlen, die in mir sind, eigentlich über das Thema reden, je nachdem, was das Thema ist. Aber das Abriefen von immer wieder diesen Gefühlen macht es ein bisschen plastisch irgendwann. Ja, klar. Und ich weiß noch nicht genau, ob das jetzt einfach ich bin. Ich kenne auch andere, die gesagt haben, doch, das ist bei mir auch so. Mhm. Aber ob es dann irgendwann mal einen Moment gibt, wo man das wieder normal zulassen kann. Ich stelle mir das auch immer so, wenn du einen Witz erzählst, jedes Mal dabei lachen. Weißt du, du kannst einen Witz so erzählen oder du kannst einen Witz auch so erzählen, wenn du was für einen Charakter spielst. Aber wenn du immer so spielst, und das ist, wenn du irgendwann einen lustig findest, weil du ihn einfach schon kennst. Das ist so, ich glaube, es ist sau anstrengend. Und das habe ich bei uns ab und zu auch. Dass ich noch mega ausgelaugt bin. Mhm. Einfach nur, weil ich so krass in die Situation habe müssen reinversetzen, in so einem kurzen Zeitraum, dass ich wie so die falschen Emotionen fast aufhole. Aber ich muss in dem Moment etwas haben. Yeah. Und ich weiß nicht, ob das Konzert besser oder schlechter macht. Ich finde es noch ein bisschen raus, aber ich glaube eben, es ist eindeutig eine eigene Disziplin, boah. Aber wenn du einen Song singst, dann bist du schon in dieser Emotion. Voll, voll. Aber ich liebe auch zum Beispiel so einen Ed Sheeran oder so. Mhm. Der bei dem sitzt, und das ist, man könnte sagen, nicht überlegt, weil es eben nicht vorgetragen wird, aber man merkt, wenn man mehrere Konzerte schaut, dass es immer die gleichen Aussagen wieder trifft. Mhm. Also ich glaube so, guten Abend, mein Name ist Ed Sheeran, ich bin da zum Musik machen und er da zum Freude dran, so gesehen. Er bringt das immer wieder und die Leute schreien und finden es geil und machen durch. Ich weiß noch nicht genau, wo ich das bei mir dann wieder einordne. Yeah. Aber ich sehe, dass es zwischen dieser Welt und dieser Welt, glaube ich, einfach ab und zu ein bisschen komplexer ist, als man sich von außen vorstellt. Mhm. Also auch, dass die Leute jetzt erklären, das ist ja... Ja, und ich frage mich zum Teil, ob du nicht sogar etwas wegnimmst, weil Menschen oft eine eigene Connection zu einem Lied machen, wo vielleicht nicht deine Intention gesehen ist, aber ich denke, das ist auch bei Kunst, weißt, wo ja sehr oft Künstler ihn irgendwann gefragt wird und sagt, ich habe etwas völlig anderes mir vorgestellt, dabei, wo ich das Bild gemacht habe, aber Menschen haben es dann einfach als das auffassen, oder? Ja. Ich meine, Jack White hat auch nicht gedacht, dass Fußballfans irgendwann einen Song von ihm singen. Ja, aber er zum Beispiel hat gefunden, ich finde das voll geil, warum nicht?
Das habe ich auch lernen, dass ich es geil finde. Weil bei Show You ist genau das passiert. Yeah. Eigentlich ist so Hommage eine tragische, verflossene Liebe. Mhm. Und die Leute sagen, das ist unser Song. Dann ist das aus. Alright, ja, yeah, das ist doch schön. Genau, das ist ja mega geil, dass von dir, ich sage jetzt mal, eine Beendigung von etwas, der Anfang von etwas anderem. Ja, eigentlich ist es absurd. Eigentlich, aber ich find's irgendwie schön. Und es ist lustig. Dass aus einem das andere kann entstehen. Also die Frage ist aber, warum? Ja. Yeah. Also, warum passiert so etwas? Ist, weil die Leute sich nicht vielleicht damit beschäftigen, auf tiefer Ebene? Oder ist einfach ein Moment, je nachdem, so viel prägnanter und stärker, also sie sind jetzt irgendwann sich das erste Mal getroffen, sind dort gesehen, haben den Song gehört und so, ist einfach so viel stärker, dass egal was im Song vorkommt, dass es das wie überwiegt? Ich glaube schon das Zweite. Ja. Yeah. Ja, weil ich glaube, nicht erst seit Corona habe ich mit der Zeit für mich festgestellt, dass Menschen unglaublich fest mit sich selber beschäftigt sind. Krass, oder? Und zwar ultimativ fest, dass sogar irgendwie, wenn ich Rotschläge kriege, ich dann immer noch so ein bisschen tiefer graben, warum ist der Rotschlag an mich jetzt, von dieser Person, der Rotschlag? Und ich dann auf einmal kann sehen, aha, das ist irgendwie aufgrund von geschichtlichen Ereignissen, wo dieser Person das und das passiert ist. Und sie in der darum, die will warnen, dass dir das nicht passiert. Aber die Leben ist ja wieder etwas völlig anderes. Yeah. So, und ich glaube, irgendjemand dort ist auch mit Musik, dass einfach, du kannst einen Song aus den 90er, kannst du 10 Menschen vorspielen. Und, sehr unterschiedliche Geschichte. Und sie werden alle so, ich kann mich noch genau erinnern, das ist der Sommer gewesen, wo ich einen Roadtrip gemacht habe mit diesen Leuten und das ist immer am Radio gelaufen, das ist stellvertretend für den Roadtrip. So. Und der Brander sagt, scheiße, dort ist jemand mega nur von mir gestorben und ich habe immer das Lied gehört und es ist so, das ist mein Trauersong, obwohl es vielleicht ein Happy-Lied ist. Weißt du, wie ich meine? Es ist also die Verbindung, wo die Leute mit etwas daraus machen, oder wie soll man das sagen? Wahrscheinlich. Wie weiß man denn, was gut und was schlecht ist? Ist ja egal eigentlich. Also weißt du, wie ich meine? Wie meinst du, was gut oder schlecht ist? Ich sage immer, es gibt in der Musik nicht richtig und falsch, aber gut und schlecht gibt es jetzt schon. Also es gibt einfach gute Musik, es gibt schlechte Musik und es gibt auch gute Comedians, es gibt schlechte Comedians. Da kann man einfach, das heisst nicht, dass die Schlechten nie gut können werden. Das heisst immer so wahrscheinlich ist das jetzt noch nicht so das Optimum rausgeholt. Wo ich mir auch sehe. Also ich habe mir noch lange noch nicht das rausgeholt, was ich vielleicht gerne wollen. Hoffentlich. Es ist einfach, woher weiss man das denn? Also weißt du, dass man dort schon sagen kann, ja, ich glaube, jetzt ist es gut. Ja, yeah. Ich glaube, dort kommt halt auch ein ganz blöder Faktor dazu, nämlich Erfolg, in welcher Art und Weise da immer gemessen wird, kann eben auch wieder ein externer Faktor sein, eine externe Motivation, für das etwas gut ist. Weil ich meine, bleiben wir bei diesem Coldplay-Song, in Zahlen ist das sicher gut, oder? Ja. In Emotionen ist es vielleicht für ein paar Leute gut, vielleicht eben auch oft aufgrund von Repetition. Weil das denke ich immer bei Hits. Hits werden durch die Repetition. Geil, also beim 10. Mal, jetzt finde ich mich geil. Ja, eben, weil die Hirn ja vorher Verbindungen machen. Ja. Weil irgendwann kann, keine Ahnung, kann ein toller Moment sein, wo das Lied läuft und irgendjemand im Hinterkopf ist dann das Lied mit dem auch ein bisschen abgespeichert. Aber noch eine kleine Teil, wo du so noch nie gehört hast. So. Und dann plötzlich ist es gut. Genau. So, ja, ja. So, und darum frage ich mich natürlich schon, was dort gut ist und was nicht gut ist, weil das sind dann nochmal Zusatzfaktoren, oder? Okay, ja. Dann ist auch die Frage, wie hoch ist der Maßstab, oder? Also, ich glaube, meine Musik wird von einem Jazzmusiker nie als gut empfunden. Ich habe für mich gelernt, ich definiere oft für das, was es ist, oder für das, was es soll sein. Wow, okay, warte schnell, nochmal. Du definierst oft, was es ist, oder was es soll sein? Ja, und für das kann ich es dann gut oder nicht so gut finden. Also im Sinne von, das heißt, ich soll nicht Jazz sein, somit. Ja, also, ja, wenn die Ziel wäre Jazz, dann wäre es sicher schlecht. So sehr. Dann wäre es sicher nicht gut. Oder es war brillant, weil wer hat schon so Jazz gemacht? Jazz ist mir das falsche Beispiel. Okay. Aber, aber grundsätzlich, keine Ahnung, Kinderfilm, Titelsong.
Was sollte jetzt der Kinderfilm-Titelsong sein? Gummibären, the shit. Das sollte recht poppy und fröhlich sein. Also ich weiß, ich als Kind habe ich irgendwie, wie hat der geheißen, die kleine Maus? Stuart Little. Kennst du noch Stuart Little? Bin ich jetzt du bist alt? Jünger, du bist jünger als ich, scheiße. Oder zu jung? Ich weiß nicht, aber ist wahrscheinlich zu jung, oder? Wahrscheinlich. Okay, ist das... Du fernst ab, kannst du noch einmal anmachen, Christoph? Hättest du oder Togo schon gegeben? Also Stuart Little ist so 2000 umeinander gewesen, ja. Wirklich? Eben? Wow. Oh, okay, shit. Dann... Das heißt, ich bin gar nicht so ein Kind. Ich bin gar nicht so ein Kind gewesen, wie ich gemeint habe. Vielleicht sollten wir es wiederholen. Mach mal den Fernseher wieder an, Christoph. Du meinst... Nein, da hier. Ah, okay. Der ist schon lange ab. Ja. Nein, also ich glaube, es war dort gewesen. Dort ist irgendein Boyzone-Song gelaufen. Boyzone? Und zwar... Du bist sehr gut mit Namen, nur um es mal feststellen. Nein, bin ich wirklich nicht. Ich bin schlecht. Ich kann das nicht. Warte, und zwar schon gegangen. I have a picture of you in my mind. La 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 la. Oder, nein, es ist nicht Stuart Little gewesen, es ist Bean. Ich glaube, bei Bean ist das cool. Also, auf jeden Fall bei irgendeinem Film, den ich im Kino gesehen habe, und dann ist das Lied gelaufen. Und das hat für mich dann gepasst. Jetzt ist das nicht der beste Song ever. Aber situativ. Ja. Aber situativ, für das, was es soll sein, hat er für mich absoluten Job erfüllt. Ist es vielleicht... da kommen wir vielleicht fast schon einen tiefen Punkt. Das heisst, das hat mit der Erwartung eigentlich zu tun, oder? Wir erwarten jetzt, dass bei einem Kinderfilm die Musik so ist und wir erwarten, dass bei Jazz die Musik so ist und wir erwarten... Genau. Also eigentlich sind wir Opfer von Schubladisierungen, die wir bei uns hinterlegt haben. So kann man es auch sehen. Vielleicht. Ich weiß nicht, ob es... Nein, ich glaube nicht, dass es eine Schubladisierung per se muss sein, sondern ich glaube wirklich mehr, was das Ziel ist von dem. Ich probiere es auf das abzubrechen. Aber dann gibt es ja eigentlich Formeln, könnte man sagen, oder nicht? Gibt's sicher. Man sagt immer so, nein, es gibt keine Formeln in der Musik, damit etwas funktioniert und macht und tut. Aber eigentlich, wenn man so anschaut, schon. Ja, also für Trends sicher. Okay. Habe ich das Gefühl. Weil ich meine, der Kunde, wie hat er geheißen? In My Mind, Gigi D'Agostino. Aha, da, ja. In My Mind, und danach kommt der Bum, 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 Bum. Kommt der Beat, oder? So, und nachher hörst du halt einfach 3 Jahre lang, hörst du alte Hits mit diesem Beat. Und das funktioniert für die Zeit sicher gut. Und in 10 Jahren los ist das dann und findest so, oh, das klingt schon ein bisschen outdated. Weil halt irgendwie davor... Jetzt habe ich gerade mega gut gefühlt. Und jetzt hast du 10 Jahre gesagt und dann so, okay, dann muss ich noch warten. Ich habe gerade so überlegt, ich habe meine Musik vor 4-5 Jahren geschrieben. Ah. Jetzt funktioniert sie. vielleicht ist es doch nicht so timeless. Bin mir nicht sicher. Also bei deiner Musik habe ich jetzt nicht das Gefühl, es ist klar... eben in eine Trendschublade reingeschmissen worden. Nein. Eben? Nein, schon nicht, nein. Also das schließt eigentlich wieder den Kreis zu, wo man gesagt hat, es ist ja dann auch nicht gesehen, man definiert jetzt für dich, du machst jetzt das und das und wir schauen mal, wie das wird. Sondern es ist mehr gesehen, wir nehmen das, was du hast und gehen mit dem. Ja, okay. Ja, oder? Okay. Ja, doch. Weil eben die Songs hast du schon lange geschrieben, die sind jetzt einfach draussen. Okay. Ja, nein, dann fühlen wir uns gut. Viel gut Podcast, weißt du? Ja. Das ist so. Ich war jetzt so mega rausgelaufen und habe mehr verdankt. Nein, aber was natürlich spannend wird, und das finde ich immer das Spannendste in einer künstlerischen Entwicklung, egal ob Musik, Comedy, von mir aus auch Film, Buch, das Erstlingswerk ist ja das, was eben über Jahre in einem brütet hat. Ja, ja, ja. Das ist bei mir eben das erste Programm. Das ist ganz viel prä- und auch nicht prä-pubertäre Shit, wo oft irgendwann auf der Bühne hat müssen, oder? Ja. Eben sehr, sehr blöd und viel, viel Sex und bla so. Und das ist halt einfach mit 25 ist das, wo irgendwie raus hat müssen, so, oder? Und bei Musik denke ich so, das kann ein Song sein, der mit 12 irgendwie schon rumgesehen ist und dann irgendwann hast du den. So. Und dann kommt das alles mal raus
Und ich meine, jetzt, wenn der Podcast rauskommt, kommt dein erstes Album auch raus. Ja. Und das ist ein riesen Meilenstein. Und spannend ist dann aber die Entwicklung, wo was dann, macht man noch, oder? Genau, wo dann passiert. Mhm. Ich bin da immer so echt... Ich weißt, mega viele haben von dem eben Angst. Ja. So. Also Aspekt, wie ich habe mit meinem Manager geredet und dann haben wir kurz so, eben, egal, es ist kein Problem ins Zweite, wenn das schwieriger wird und. Weil halt also Sachen wie ich habe jetzt zum Beispiel ein schweres Album, da sind Trennungen drin verarbeitet und. Und jetzt bin ich in einer glücklich funktionierenden Beziehung zum Beispiel. Das zieht nicht. So genau. In dem Sinn, oder? Aber ich sehe das im Fall gar nicht so kompliziert. Ich will nicht sagen, dass es einfach ist, so, aber ich glaube, das ist auch viel, weil man sich das auch ein bisschen zureden lässt und sagt, das Zweite wird dann, weil du fürs Erste relativ viel Zeit gehabt hast. So, also ich weiß nicht, aber ich glaube, viel ist da wie, für alle da draußen, es tut mir leid, Pizza mit Ananas. Das wird doch nur so, weil es so gehypt worden ist. Vor 10 Jahren hat das keins auch interessiert. So. Und ich glaube, das ganz kleine Beispiel, das kann man doch eigentlich nie und auch für andere Sachen nicht. So, ich glaube, viele machen sich einfach einen mega Kopf draus. Und mega schwer, ob das jetzt nochmal so funktioniert oder nicht. Aber wenn es ja, das haben wir vorher gesagt, oder? Man soll ja nicht das Gleiche nochmal machen. Ja. Man soll ja eine Entwicklung drinnen sehen. Und ich glaube, da ist, wenn du 2-3 Alben schon machen, bevor die Entwicklung überhaupt mal aufhört. Also, ich weiß nicht, es ist sicher ein Meilenstein bei mir, so. Aber ich traue es mir zu, dass ich es im zweiten Album vielleicht immer noch gut finde. So. Ja, ich traue dir das auf jeden Fall auch zu. Also weißt, ich finde es nur eben immer ein spannender Punkt, an dem Punkt überhaupt zu sein. Weil die Leute oft das Gefühl haben, das Erste ist das Schwerste. Und ich glaube nicht, dass das Zweite das Schwerste ist. Ich habe zum Beispiel das Gefühl gehabt, das habe ich schon oft gehört, in der Divertimento-Doku zum Beispiel über Comedy bezogen, ist sicher, wenn du ein richtig hohes Level an Erfolg hast, dann hast du selber den Druck, boah, das Nächste muss wieder so gut sein wie das Letzte. Eben auch in Definition von gut, weil es kommen viele Menschen, die haben einen Maßstab und die haben eine Erwartung. Ja, okay. Bei mir, das erste Programm, hat kein Schwanz gesehen. Wirklich einfach niemand. So. Das heisst, ich habe mir ein bisschen Mühe gemacht für vielleicht 3-4 Wochen, und ich so gedacht, ah, shit, jetzt das Zweite und wie kriege ich das an? Und irgendwann geht aber der Knopf auf und du findest so, oh, ich glaube schon, dass das besser wird. Okay. Weißt du? Ja. Irgendwie automatisch. Aber ich habe halt eben schon mal keine Motivation von außen, weil ich habe niemanden, den ich enttäuschen kann. Okay. Weißt du? Das macht sicher viel aus. Aber nur, das nimmt jetzt Wunder, ist dein erstes Programm gewesen? Oder ist dein erstes Programm, das du draußen gezeigt hast, dein erstes Programm gesehen, das du draussen gezeigt hast? Hast du vorher vielleicht so Sachen geschrieben, die einfach nie rausgekommen sind? Ich habe mega viel geschrieben, die nie rausgekommen ist. Also das passiert auch jetzt noch. Jojo, aber mir geht es mehr so darum, immer der Ansatz so, ich weiß nicht, ob das jetzt mein erstes Album ist, wie es mein erstes Album ist, oder es einfach zu dem geworden ist. Weil es der erste Release ist. Genau. So. Yeah. Ich habe das Gefühl, ich habe mit 19, 20, 21 schon mal ein Album könnte schreiben so, und es war einfach scheiße gesehen. Ich habe es einfach nicht veröffentlicht. Das heisst nicht, weißt du, was ich meine? Das ist der einzige Unterschied, dass ich es nicht veröffentlicht habe. Das ist auch der, ich habe mir recht viele Fragen gestellt am Anfang, so, oh yes, Gott, ich habe keine Ahnung von dieser Branche. Ich habe das noch nie und habe mich dann mit Leuten vergleichen. Und dann habe ich mit meinem Produzenten darüber geredet und gesagt, der einzige Unterschied ist, dass sie es veröffentlicht haben und du nicht. Also, das ist der eine Schritt, wo du hinten drin bist, blöd gesagt. Alles andere kannst du nicht vergleichen, weil du hast einfach das, was du gemacht hast, nie jemandem gezeigt. Und dementsprechend finde ich es eben, Finde ich es noch spannend, zu wissen, wenn jemand sagt, mein erstes Programm hat keine Sau interessiert. Also, mein erstes Programm hat auch keine Sau interessiert. Ja, du hast es nicht veröffentlicht. Also, ja. Ist dann wirklich mein erstes. Reden wir vom ersten Album wirklich? Oder reden wir. Vom ersten Song? ja, nein, aber es ist, ab wenn zählt es? Ich glaube schon veröffentlicht, oder? Ja, ich bin ein großer Fan von Veröffentlichen. Ja, ich finde es auch noch toll. Ich find eben sehr wohl, dass man darf sehen, wie nicht immer alles perfekt ist, wie nicht immer alles zu Tod geschliffen ist und wie eben auch eine Entwicklung rum ist. So. Und
bei dir habe ich aber natürlich schon das Gefühl, dass du jetzt auch wirklich parat gesehen bist. Also weißt, es gibt sicher einen Unterschied zwischen, keine Ahnung, du hast jetzt einen geilen Song. Du hast jetzt einfach mal einen geilen Song geschrieben und du spielst ab und zu in einer Bar, spielst du ab und zu. Zwei, drei Covers. Genau, zwei, drei Covers und der Song. Yeah. Und dann sagt jemand, der Song ist so geil, den müssen wir jetzt rausbringen. Mhm. Bam. Und dann hast du noch gar keinen Rucksack, weil du hast erst einen Song und der ist schon draussen. Yeah. So, das heisst natürlich, eine persönliche künstlerische Entwicklung ist meiner Meinung nach sehr damit verbunden, dass man das schon länger macht und irgendwie in dem sich auch persönlich entwickelt. Mhm. Jetzt habe ich dort zum Beispiel nicht die Möglichkeit gehabt mit dem ersten Programm, das ist also ein von meinen allerersten Auftritten gesehen, weil ich noch nicht können, wie jetzt 3 Jahre Open Mics spielen, bis man dann etwas erarbeitet hat, wo dann rausgehen kann. So, oder? Das heisst, ich habe zum Glück eben nicht vor vielen Leuten, aber ich habe sehr direkt Feedback bekommen, mit Solo, wo Menschen Tickets gekauft haben, zu mir gesehen, habe ich erfahren, die Erfahrungen gemacht. Okay, das heisst einfach so wie ein Ochsenweg, oder? Ja, das würde ich nicht sagen, weil der wirklich Ochsenweg ist dann halt schon, ja, den mache ich jetzt wahrscheinlich. Also der Ochsenweg ist natürlich effektiv so viel spielen wie möglich, an so vielen Orten wie möglich. Und dort ist noch nicht mal der Ochsenweg gewesen, weil ich zu Basel spielen konnte. Ein halbes Jahr später habe ich noch mal zu Basel gespielt. Dann habe ich in einem Theater mich eingemietet, um in Zürich einmal zu spielen. Aha. Und dann habe ich noch mal zu Basel gespielt. Und das war mein erstes Programm. Nein, mach es ganz anders. Ich spiele in Atlantis. Dann gehe ich ein bisschen weg, dann kommen wir ins Guggenheim. Ja. Vorher dann im Bartag spielen. Geil. Weiß, läuft der Club, wow. Ja, aber du spielst auch schon, hätte jetzt noch nicht große gehabt, du spielst auch schon an Festivals. Ja. Ob das gut ist oder nicht. Ich finde das aber gut, weil das ist für mich so das Pendant. Menschen können dich sehen und sie haben in irgendeiner Art und Weise Kontakt mit dir gemacht. Mhm. Aber es ist eben noch nicht die übertriebene Erwartung. Das ist schön. Einem zu sehen, wie man eben, wenn jetzt jemand 40 Stutz gezahlt hat, dann hat es eine andere Erwartung an dich. Ja, ja. Als einfach, ich bin an einem Festival. Wow, schauen, was passiert. Gefällt mir noch. Ja, voll, okay. Oder? Ja, so der unbewusste Welpenschutz. Ja, das habe ich noch nie angelegt. Ich bin immer, weißt du, alles was Bühne ist, bin ich glaube ich mir selber am härtesten ins Gericht. Weil ich weiß nicht, ob ich dort daheim bin zum Beispiel. Mhm. Es fühlt sich gut an auf der Bühne, nach der Bühne auch. Mhm. Und dann dazwischen irgendwie fange ich wieder an, darüber nachzudenken, so, hey, was muss ich dort noch machen? So. Und alle sagen, sei einfach du selber. Aber in dem Moment, ich schaue dann die Sachen auch oder so, und denke, ich bin gerade ich selber gesehen und es ist nicht so der Wahnsinn. Und darum ist es für mich relativ schwer, das, was im Studio passiert, zum Beispiel rauszubringen auf das, was auf der Bühne ist. Mhm. Ich habe keine Ahnung, ich frage mich dann immer so ein bisschen an, es gibt ja Studio-Rapper, so? Wieso gibt es keine Studio-Sänger? Also gibt es sicher auch, die singen dann etwas ein, aber nicht. Ich finde immer Zier recht geil, was sich zuerst gezeigt hat und gemacht hat und hier und dann irgendwann ist sie zurück, hat einfach nur noch geschrieben und heute Auftritt. Mhm. Flaute. Also wirklich praktisch nichts. Ich würde glaube ich Zier nie in meinem Leben live können sehen, weil es einfach auch nicht gibt. Und das ist, ja, keine Ahnung, ich glaube jetzt am Anfang selber Bart, ich glaube, das, was du gemacht hast, ist auch sinnvoll. Und ich glaube, ich finde es bei mir jetzt auch sinnvoll, so wenn ich es jetzt mache. So noch nicht gerade völlig überall hin und raus. Natürlich planen wir es. Mhm. Aber so die Hauptsitze müssen immer noch bleiben. Also du baust immer vom Zentrum etwas aus. Oder nicht? Ist auch nicht Comedy in der Schweiz. Einer, du fährst in einer Stadt an oder in einem Club, gehst dann in die Stadt. Absolut. In die Stadt, dann gehst du raus. Absolut. Und ich glaube auch dort irgendwie geht es darum zu merken, was einem am meisten gefällt. Und du hast effektiv, du hast ja nicht wirklich Konzert gespielt, bevor jetzt deine Songs rausgekommen sind. Das heißt, du machst eine komplett neue Erfahrung. Ja. Und das ist schon noch geil. Das heißt, eben, du bist jetzt in der Phase, wo du kannst für dich herausfinden, wie geil finde ich was. Mhm. Und haben auch schon andere erzählt, irgendwie ein paar haben auf einmal entdeckt, ein Sitzkonzert ist nicht nur während Corona geil, sondern vielleicht behalte ich das bei, weil das mehr entspricht. Mhm. Weißt du, was ich meine? Mhm. Das heißt, irgendwann durch gibt es
dann gibt es die, die ein Studioalbum machen, wo super soft und slow ist. Und dann finden sie, hey, aber wenn ich live spiele, dann gibt es von diesem Song gibt's fünf Versionen. Fucking Funk-Version, wo die Leute dann anfangen tanzen nach sechs Minuten. Ja. Oder, keine Ahnung. Also, ich finde das schön, weil in der Musik kannst du ja noch viel mehr mit dem spielen. Weil du hast das einerseits das Produkt, wo halt wirklich der fertige Song ist und dann das Album. Ja. Aber du hast live so viele Komponenten, wo viele Beispiele, eben, wo auch zum Beispiel schon in dem Podcast gesehen sind, wo dann mit der Zeit eine Entwicklung gemacht haben, wo irgendwie der James Grunz hat sich zum Beispiel am Anfang nicht sehr wohl gefühlt und hat aber einen Weg gefunden, wie er sich super wohl fühlt. Mhm. Und der ist jetzt mehr sich selber auf der Bühne wie jemals zuvor. Mhm. Aber das ist ein Prozess. So. Und irgendwie der Prozess kommt eben auch mit dem Konstanten, sich überlegen, hinterfragen. Und habe ich bei dir nicht das Gefühl, dass du es zu wenig machst. du bist nicht ein Showpony, was heisst, ja, jetzt gehst du mal auf die Bühne, viel Spaß. Nein. Sondern. Nein. Das gehört dazu. Und dort kann man irgendwie, ich lerne so viel von der Musik, wenn ich ein Konzert sehe, wo ich nicht direkt kann implementieren für eine Show von mir, aber es sind so Mikrofaktoren, wo ich dann eben irgendwie, keine Ahnung, vielleicht habe ich unterbewusst, habe ich das angefangen mit dem Hey, aber vielleicht hat das damit zu tun, weil ich ein Konzert gesehen habe, wo jemand ziemlich von Anfang an einen knaller Song reinhaut und die Leute gerade ab, keine Ahnung, also weißt du, Man zieht ja von überall immer irgendwie seine Lehre und kriegt Impuls. Ist noch krass, oder? Also vor allem, du machst jetzt zum Beispiel mit internationalen Künstlern, oder? Also du schaust dann auch so Shows und du hast dort irgendwie ein bisschen etwas rausnehmen, unbewusst so. Ja, alles Mögliche. Ich meine, ich, wenn ich an einem Festival bin und keine Ahnung, Dua Lipa habe ich gesehen. Und habe ich irgendwie noch, keine Ahnung, was es genau gesehen ist, aber es irgendwie noch inspirierend gefunden. Weil aber das, was sie gemacht hat, das zu ihr passt. Ja. Yeah. So, wenn es im Nachhinein, weil ich finde es zum Beispiel recht geil, so eine Luis Capaldi, ist schon mal seine Eröffnung, also wenn er kommt, gesehen. Nein. Kennt Luis Capaldi so aussehen und Musik und so, kennst du, oder? Und er bringt am Anfang von seiner Show, bringt auf Hardcore den Rap-Bounce voll rein und so und kommt dann mit Brüllen und Cash und schießt durch die Luft und weißt, es ist so völlig absurd, aber es passt zu ihm. Yeah. Ich finde es auch nicht schwer, dass der Teil zu finden, dass du dort schon nicht um etwas gesehen und sagst, boah, mega, das will ich auch, so wie kann ich es bei mir machen, sondern dass du irgendwie einfach schon verstehst, was mache ich denn in dem Moment? So. Yeah. Mies zum Beispiel, ich habe das Gefühl, es ist düst und schwer und melancholisch und dann kommt da Meeresrauschen und dann geht es los, weißt du, so in dem Reich. Aber ob das ist, das nehme ich wunder, wie lange das eigentlich geht. Weil für mich ist jetzt so völlig, aber ich probiere aus, ich finde, und es ist sicher spannend, aber ich weiß nicht, also, wo orientiert man sich dran? Wenn du sagst, du bist bei der Musik, du bist, weißt du, so. Also vor allem, wie lange es geht. Ich für mich habe das Gefühl, es hört nie auf. Und ich glaube, es wäre nicht gesund, wenn es aufhört. Sondern ich habe das Gefühl, es können gewisse Sachen für gewisse Momente so stimmen. Aber das ist dann nach zwei Jahren vielleicht auch wieder nicht mehr. Aber hast du für dich schon mal vorgenommen, zum Beispiel so bis zu dem Punkt, und dann mache ich es nicht mehr? Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Kannst du nicht vorstellen? Nein. Okay. Hast du auch nie irgend so, also wenn das jetzt noch fünf, sechs Mal so, dann nein. Nein, ich glaube, das macht Comedians aus. Weil, wenn der Gedankengang kommt, dann wärst du gar nicht. Irgendwie, also es klingt so blöd, aber irgendwie, ich glaube, es muss schon irgendwann im Hirn eine komplette Windung falsch sein, dass man mehrmals auf die Bühne geht, niemand lacht, und man sich richtig scheiße fühlt und sagt, okay, morgen machen wir es wieder. Also weißt du, irgendwann durch kann ich mir nicht vorstellen, dass. Also, was heißt schon normal? Aber ich glaube, das sind die, die ich sehe, wenn sie diesen Gedanken haben, dann haben sie ja wirklich ein Jahr später aufgehört. Okay. Weil irgendwie, sie haben über die Comedy haben sie irgendein Ziel wollen erreichen an Bekanntheit oder. Aha, dann ist es halt der falsche Ansatz, oder? Keine Ahnung. Und danach ist es wirklich so: Fuck, es läuft nicht. Und ein Jahr später machen sie etwas anderes. Okay, ja. Irgendwie so. Und ich glaube, wenn du wirklich machst, weil du es willst machen, dann sind so Faktoren, kommt vielleicht irgendwann kommt mal einfach eine Diskussion mit eben, keine Ahnung, Management.
weißt, wo man dann halt so mal muss reden, ja, wie fest lohnt sich das? Ja. dass man das macht, weißt, aber auch dann gibt es Möglichkeiten, wo man dann sagt, also dann mache ich es halt noch weiter und muss halt wieder ein bisschen Geld verdienen. Oder keine Ahnung was, weißt du? Ja, aber das heisst, es muss wirklich eine Passion sein. Ah, ja. Aber hast du nicht das, ich habe zumindest das Gefühl, ich glaube, Passion kann auch nachlassen. Ich glaube, Passion kann nachlassen, aber ich glaube auch vor allem, das merke ich bei mir, eine Passion kann sich verändern. Okay. Ich sehe mir zum Beispiel nicht in 30 Jahren noch gross Netflix-Specials schauen. Weißt du, wie ich meine? So was von. Ja. Weil irgendwie merke ich jetzt schon langsam, ich muss nicht mehr jedes sehen und irgendwie. Ich finde es einfach mega krass zu beobachten, wenn ich am. Ich weiß noch, am Anfang, wenn ich dir zum Beispiel das erste Mal die Sachen geschickt habe. Ja. Yeah. Euphorie und bah und jeder Mensch und alles und da und hier und her und dann. Und dann passiert das so und du lebst im absolute egal, ich mache jetzt einfach, ich will jetzt da und mache und drum und dran. Und dann kommt der Moment, wo es wirklich ernst wird. Mhm. Und dann fangen die Momente an, wo Leidenschaft dann eben auch Leidenschaft, blöd gesagt. Mhm. Und ich finde es recht spannend so, ich habe keine Ahnung, welches Ausmaß das bei mir wird annehmen. Vielleicht selber jetzt kurz vor so, weißt du, so Release und vielleicht so mal alles wieder in Frage stellen. Mhm. Mhm. Ich sehe einfach, dass gewisse gar nicht haben. Und das macht mir eigentlich Angst. Dass eben gewisse dort stehen und sagen, ich habe das mich noch nie gefragt, wenn ich mit dem aufhöre oder wenn ich mit dem oder so. Ja. Yeah. Und bei mir ist der Gedanke, jetzt bevor das ganze erste Album da ist, habe ich mir schon Gedanken gehabt, so, wie lange geht das denn? Und wie lange macht das Sinn? Und bin ich einer, der einfach bis ins Leere zieht, bis er 70 ist, weißt du, und hauptsächlich das, wenn man sich nicht vorstellen kann, richtig arbeiten. Oder ich finde es recht. Yeah, also das ist nicht das Ziel. Aber nein, aber ich sag natürlich auch nicht bei mir jetzt zum Beispiel, ich sage nicht, dass ich nicht die Gedanken habe. Mhm. Also natürlich habe ich die Gedanken. Und eben vor allem, wenn man anfängt, in meinem Fall am Anfang, schreibst du mal ein bisschen und dann. Zweifel sind auch jetzt noch da und darum habe ich das Gefühl, es ist ein konstanter Prozess. Es ist aber in dem Fall irgendwann der Moment, wo halt die Passion auch mehr zu einem Beruf wird und man dann halt auf einmal ein paar Seiten sieht am Beruf, die dazugehören, wo dann merkst, okay, das ist jetzt halt auch noch. So, ja. Und das gehört dazu. Das ist halt auch einfach, wenn sonst irgendwie der geilste Job Fußballer ist. Ja. Das dritte Training findest du wahrscheinlich auch. Ja. Ja. Also weißt, das ist doch auch scheiße. Ah, ich will doch einfach spielen. Und irgendwie, okay, es gehört aber dazu. Und das heisst, jetzt müssen wir noch Kondition machen. Wir shooten nicht einmal, wir rennen auf dem Wald eine fucking Stunde. Aber das ist bei mir dann auch immer sehr, sehr schnell verbunden mit, dafür kann ich ja dann das machen. Okay. Also das ist dann für mich ein sehr kleiner Preis, den ich irgendwann zahle, für das ich dann effektiv meine Passion habe. Und natürlich schießt es mir auch im Auto, nebenan zu fahren, wo ich denke, das ist jetzt schon 1,5 Stunden zu weit. So weit will ich eigentlich nicht fahren. Da reden sie alle Französisch, warum ich da? Was mache ich? was mache ich jetzt da? Aber im Umkehrten, wenn ich dann auf der Bühne bin, habe ich noch nie gedacht, shit, für das bin ich 1,5 Stunden gefahren. Oder 2 Stunden. Ja, okay. Also weißt du, auf der Bühne ist dann boah, so. Und dann fährst du zurück und denkst, okay, es hat sich gelohnt. Okay, und sogar wenn es sich nicht gelohnt hat, eben, dann kommt irgendwie die Hirnwindung, die sagt, hey, und dann machen wir es halt das nächste Mal, da hat es jetzt nicht gepasst. Irgendwie, ich glaube, es ist nicht mangels Alternative, sondern egal welche Alternative ich mir ausdenke, sie ist so viel weniger. Geil. Das ist schon, ich auch schon ein paar Mal gedacht. So, okay, was wäre denn noch möglich denn? Und es ist alles auch so, oh nein. Und ich bin ehrlich, weil jetzt mache ich nicht im Radio, wo ich Radio gemacht habe, dort habe ich ganz viele Alternativen gewusst, die ich lieber würde machen. Weil es nicht mein Ding ist. Okay. Also weißt du, das heisst, dort ist es für mich wie klar gewesen, okay, das mache ich hauptsächlich, damit ich kann, Rechnungen zahlen und Miete und da. Und wahrscheinlich zu früh als Sport habe ich dann auch gefunden, jetzt mache ich es nicht mehr. Und dann habe ich halt wirklich gemerkt, okay, eben so ein beschissener Tag in der Comedy ist einfach immer noch besser als
den besten Tag, den ich sonst nicht mehr gehabt habe. Oder? Und irgendwie, darum kann ich mir die Frage nicht stellen. Ich denke sicher, es ist wandelbar. Und der Peach Weber, der sagt, zweimal in der Woche spielen ist perfekt für ihn. Mhm. Das heisst, er will nicht mehr fünfmal in der Woche spielen. Ja, ja. Aber irgendjemand, ich brauche das schon noch. Ja. Und vielleicht ich, so wie jetzt bei Sport. Irgendwann nimmt sich das Ding an, also dass der Körper auch, oder der Psycho sagt, du musst das. Mein Großonkel ist über 80, der fährt die ganze Zeit Velo. Und wenn der jetzt auf nicht mehr Velo fahren würde, dann würde es wahrscheinlich scheiße gehen. Mhm. Also ich glaube, es ist mehr das. Und ich kann mir bei dir auch nicht vorstellen, auch wenn du manchmal so einzelne Gedanken hast, ich kann mir nicht vorstellen, dass du eines Tages sagst, ich mache keine Musik mehr. Nee, scheiße. Nee. Ja, nein, ich habe keine Ahnung. Ich finde, der Gedanke macht einem dann irgendwie ein bisschen Angst irgendwie. Aber es löst dann wieder Energie aus, die dann eben einen vorwärts bringen kann. So. Mhm. Aber ich habe jetzt eben auch noch nicht das Rezept, was macht mich denn glücklich. Mhm. Also zurück zum nochmal zum Anfang kommen. Oder ich weiß nicht, ob das. Aber der Ansatz finde ich mega gut. Ich glaube, in dem Gang ja auch heim. So, ja, die verschissenste Tage in der Musik ist bis jetzt wahrscheinlich besser gewesen. Also wahrscheinlich einer der besten Tage, die ich sonst nicht mehr angestellt habe. Stimmt halt eben schon. Finde ich gut, finde ich richtig, richtig gut. Ja, und man ist ja gemein mit sich selber, weil man fährt ja dann auch so Tricks spielen. Also eben, ich habe zum Beispiel mal mit meinem Manager damals ein Gespräch gehabt, wo ich dann eben auch so ein bisschen einfach das Zeug hinterfragen und irgendwie, Und der hat dann gesagt, also zuerst einmal, du lebst von dem. So, weißt du? Take it as it is. Und ich so, stimmt. Also weißt du, vor 4 Jahren hat ich gesagt, wow, ich kann voll haben. Ja, voll, und jetzt bin ich so, nee, und jetzt sind irgendwie nicht so viele Leute gekommen und da, weißt du, so, oder? Und das ist einfach der eigene Mindfuck, wo einfach der Mensch sehr gerne dazu neigt, einfach unzufrieden zu sein. Ja, und weil er sich einfach an alles gewöhnt. Weil er einfach an alles will gewöhnen. Weil mit jedem Tag der Standard ein anderer ist, oder? Bist du jetzt wirklich glücklicher in der fetten Wohnung mit irgendwie wireless bedienten Küchengerät? Wahrscheinlich nicht, weil du machst nach einer Woche mit diesen wireless bedienten Küchengerät machst du zum ersten Mal, fuck, wieso geht das jetzt nicht? Ja. Das ist doch ein Scheiß, oder? Ja. Und das ist, der Impuls ist ja genau der gleiche wie in der abgefuckten Wohnung, wo, keine Ahnung, die Türklinke immer abgefuckt ist. Der Impuls ist ja genau der gleiche. Absolut, ja. Das heißt, du musst ja eigentlich den Impuls ändern und nicht die Gegebenheiten. Okay. Weißt du, ja, voll. Das heißt, für mich, wenn ich unzufrieden bin nach irgendwie 3 Jahren Comedy oder 5 Jahren oder was auch immer gesehen sind, dann habe ich gemerkt, es hat nichts mit der Comedy zu tun, es hat nichts mit den Leuten zu tun, sondern es hat damit zu tun, dass ich einfach nach fucking gefühlt 5 Minuten mir an einen anderen Standard gewöhnt habe und andere Erwartungen auf einmal aufsetzen. Oder? Also darum kenne ich auch Leute, die super erfolgreich sind, die schon das nicht können geniessen können, weil sie schon weiterdenken und sagen, aber in 2 Jahren, weiß ich, wird es nicht mehr so sein. Stresst das schon, weißt du? Aber du bist ja jetzt gerade. Und weißt du was? Was heisst nicht mehr so sein? Dann hast du vielleicht nicht mehr 1000 Leute, dann hast du vielleicht 800. Scheißegal. Also, lebst du immer noch davon? Genau. Ich finde das so geil. Erstmal, du lebst davon. Das ist schon ein riesiger Punkt. Ich glaube, das hat bei jedem Künstler, oder? Der Schritt dann in das, ich kann jetzt davon leben. Das ist ein mega Schritt, oder? Und eben, den vergisst ich fast, weil, also ich habe es fast vergessen, weil es dann gleich schnell gegangen ist, gefühlt zu dem Punkt. Es ist so wie klar gewesen. Ich so, ja, eben, ab dem Moment, wo ich sage, ich mache das jetzt, dann ist es so. Und irgendwie geht es auch, oder? Aber du tust gar nicht, ich habe es in meinem Kalender nicht irgendwie abgestrichen als Meilenstein. Ich habe kein Vision Board gehabt. Meine! Ja. Sondern eben, es geht dann gerade weiter. Also, das machen wir jetzt das nächste Programm. Yeah. So, und dann bist du völlig in so einem Stress drin. Und dann merkst du einfach, nein, es geht ja eigentlich viel mehr darum, schnell rauszoomen, schnell umschauen. Ja. Und das heisst nicht, dass man dann keinen Drive mehr hat. Vielleicht sollte man uns ab und zu ein Zeit nehmen, so eine Polaroid-Foto zu machen. So für so ganz allein steht man vor einer Tür, hat so Klinke in der Hand. Aber und damit man sich wieder zurückerinnert, so, ey, der Impuls war mal eine Klinke gewesen, und jetzt kann ich ihn voll leben und machen und tun. Es ist so, vielleicht nehmen wir uns einfach zu wenig Zeit da. Also einfach für so Sachen, wenn wir einfach so mal festhalten und nicht einfach nur mehr. Ich finde es immer schade, wenn wir uns immer wieder zurückerinnern, weil das habe ich jetzt auch in letzter Zeit immer so, okay, warte mal, ich bin vor 4 Jahren, bin ich in, oder 5, bin ich in das Studio reingelaufen.
irgendein Dude hat gesagt, so, das ist das Mikrofon und das ist eine DAW-Station und da kann man jetzt das machen und so und du bist da drin, lalala und gut ist. Und jetzt, mein erstes Album, oder? So, und ich habe mich dann dabei verwirrt, wenn ich muss zurückschauen, damit ich mich für das freue. So, das ist jetzt noch, das ist nicht gerade jetzt, aber das ist kurz jetzt vor etwa 3-4 Wochen gesehen oder so. Yeah. Man hat es einfach wie nicht realisiert und man hat es auch nicht wollen, weil ich bin doch schon beim zweiten dran. So, ich will doch eigentlich richtig. So. Und ich finde es aber nicht schade, dass man muss zurückschauen muss, sondern ich finde das sehr geil. So, das habe ich aber zum Beispiel im ersten Programm habe ich einen Joke gehabt, von wegen, ich habe dann mein 16-jähriges Ich gehighfived. So von wegen Träume werden wahr. Es ist schon etwas völlig Dummes gegangen, aber es ist, so der Impuls ist für mich dann gleich der gewesen. So einfach, hey, wenn du zurückdenkst, in meinem Fall, du bist 12 und du siehst den Mittermeier am Fernsehen und dort passiert etwas und du findest so, ich glaube, das wäre es für mich. Dass dann irgendwann, 20 Jahre später, effektiv auf einem völlig anderen Level, aber das ist ja nicht der Punkt, sondern effektiv du das machst, ist dann so krass. So. Das ist ein Mindfuck, oder? Und die Realisation ist einfach das, wo man gerne auf der Seite lässt, weil eben, man ist dann schon am nächsten und man ist dann das und man strudelt dann auf einmal sich selber in irgendetwas hinein. So. Und ich habe mega, ich glaube, auch das ist Arbeit. Ich habe für mich, und ich bin immer noch dran, aber ich habe für mich probiert, zu lernen und zu schätzen, was geht und was nicht geht, dass ich ohne Scheiß, wenn ich zu lange darüber rede und ich schaue, dass es jetzt nicht passiert, dass ich super emotional werde. Also weißt du, dass einmal habe ich einen Solo-Podcast aufgenommen, wo irgendjemand gefragt hat, irgendwie, wann hast du das Gefühl, es ist zu viel und man findet irgendwie das Ziel nie und bla bla bla. Und dann habe ich irgendwie auf über das schwätzen und dann habe ich irgendwann gemerkt, wenn ich wirklich so Tränen kriege, weil ich so finde, irgendwie, es ist so geil. Und irgendwie bei meiner Ex-Freundin mal in der Küche haben wir es irgendwie oft von dem gehabt. Und auf einmal habe ich einfach flennen. Und zwar so richtig, weil ich einfach so mega geschätzt habe. Einfach richtig ernste, ehrliche Dankbarkeit. Freude und Dankbarkeit, dass ich auf das kann machen. Dass ich so, ich mache das, was ich immer haben wollte. Wie fucking geil ist das? Aber das heisst, du bist ein mega, mega Mensch, der mega so auch eben, nicht, ich sage nicht Emotionen, also Emotionen zulässt, sondern du kannst das auch abspeichern, blöd gesagt, dann kommst du es dann wieder rauf und nicht bedienst dich an dem, aber du hast dann wirklich auch einen Bezug zu so einem Moment und stellst eine Relation zu, was es jetzt ist und bist mega, mega dankbar. Du hast mir jetzt fast zu hoch gesehen, aber wahrscheinlich. Entschuldigung. Ja. Nein, im Sinne von, du schaffst es also eigentlich, dir etwas Revue passieren lassen und dann den Vergleich zu jetzt darzustellen, ohne dass du irgendwie eben Zahlen musst haben oder irgendwie. Ja, aber. Du siehst die 16-jährige Ich und gibst dann wirklich High Five. So. Voll! Okay, das ist sau stark. Natürlich schaffe ich es nicht jeden Tag, aber es hat jetzt extrem geholfen für so Pandemie-Scheiß. Mhm. Also, wenn ich jetzt nach Zahlen würde gehen, mit Verkauf, dann müsste ich jede Show absagen. Ja. Weil ich oft finde, das ist nicht einmal für mich vor so und so vielen Jahren Standard gesehen. Zug, das ist ein Paradebeispiel. Ja. Das ist ein Tag vor dem Lockdown gesehen. Ja. Und ich glaube, im Ursprung waren nicht mega viel, aber so 35, 40 hätten wir, glaube ich, angekriegt. Aber es ist wirklich selber veranstaltet, das heisst, wir haben den Raum gemietet, Werbung selber müssen machen, also du hast von ihnen Hilfe vor Ort. Und dann sind aber irgendwann schon sicher gut eineinhalb Monate sind keine Tickets mehr gegangen, so ab Anfang Februar. Und danach sind auch noch ein paar Tickets zurückgegeben worden und das dann sind auch noch ein paar nicht gekommen. Ja. Und dann bist du wirklich am Tag vorher, bist halt bei der Entscheidung, oder dort weiß ich noch nicht, dass ein paar nicht kommen, aber schon nur aufgrund von dem Ticketstand, habe ich gewusst, ich würde weniger Geld verlieren, wenn ich es würde absagen. Mhm. So oder so verliere ich Geld. Das ist jetzt einfach, an dem Punkt sind wir jetzt. Ja. Aber ich zahle nur halbe Miete vom Raum, wenn ich es absage, und nicht die ganze Miete. Und mit diesen paar Tickets holst du nicht die andere Hälfte von der Miete. Und bla bla. Und dann habe ich gefunden, aber es sind ja trotzdem 20 oder was dort noch der Stand war, Tickets. Aha. Und es sind Menschen, die haben irgendwie Bock. Aha. Und ich habe auch Bock. Also weißt du, das ist ich will ja das machen. Früher hatte ich mir irgendwelche Familienmitglieder zwingen.
dass ich... Du kommst auf Zug. Dass ich, ja nein, auch schon daheim, wenn ich nicht den Job würde machen, habe ich irgendwie DJ Bobo getanzt von meiner Familie, damit ich das haben können, was ich jetzt habe, wenn ich nicht mehr auftritt. Weißt du, grandios. Grandios. Das heisst, irgendwann durch denke ich so, ich will das jetzt machen. So, ja. Und du denkst noch dran, ich denke noch dran und ich habe von, glaube ich, jeder einzelnen Person, die dort gesehen ist, habe ich in irgendeiner Art eine Zuschrift gekriegt oder eine Message oder was weiß ich, von dem oben. Und ich habe ein mega geiles Dokument, das ich online gehauen habe, wo mittlerweile ein paar tausend Views hat, wo irgendwie... Das ist wirklich ein cooler Oben. Wo irgendwie das alles zusammenfasst. Und hat die das gemacht aufgrund von Zahlen, aufgrund von eben irgendwelchen Motivationen, Geld da, dann würden wir jetzt nicht über das reden. So. Ja. Und ich glaube, aber das ist sicher eine andere Motivation als noch vor ein paar Jahren, wo, wenn man anfängt, dann sagt man, ich muss alles machen, und eben auch wenn nur 10 Leute kommen. Genau. Und nach ein paar Jahren kann eben so eine Bequemlichkeit kommen, wo man so sagt, nein, also weißt du, für weniger als 30 kann ich nicht spielen. Das kann es geben, weißt du? Und ich habe gemerkt, wie mein Kopf aber ist das nicht für 5 Sekunden mal in die Richtung gegangen ist, und dann muss ich sagen, nein. Das aber ist es nicht auch okay, einfach den Gedanken zu haben und zu sagen, jo, ich glaube, für 30 Leute, das bringt denen 30 Leute, das bringt mir nichts, das ist, weißt du, einfach der Gedanke zu haben, ist okay, oder nicht? Genau, der Gedanke kannst du absolut haben. Ich sehe für mich einfach eine andere Wichtigkeit in dem, vor allem seit der Pandemie. Wenn ich überlege, wie wenig Leute jetzt gekommen sind, wie viel Freude die aber gehabt haben im Vergleich. Das sind halt dann so der Ding, die ja unbedingt wollen, oder? Ja, und wo auch wirklich gehofft haben, dass es nicht abgesagt wird, weil sie extrem gerade schlimme Schicksalsschläge gehabt haben und was weiß ich. Da sehe ich dann auf einmal für den Komiker, wie ich, sehe ich auf einmal mehr Berechtigung in meinem Job als auch schon. Weil in einem Land, wo es allen sehr, sehr gut geht, wo der Komiker ab und zu noch kommt und sagt, hey, und ich bespasse euch jetzt noch ein bisschen zusätzlich, ja, ist nicht das Gleiche, wie wenn Menschen jetzt effektiv den Eskapismus eigentlich brauchen. Hättest du dich mitgenommen? Weil für mich hat die Pandemie nicht so die Auswirkung gehabt, wie ich es vorhanden gehört habe. So. Ich glaube aber wirklich, dass das ein künstlerischer Aspekt ist. Wir haben schon selten gewusst, wie die Zeit umschläft. Das ist für uns nicht Neues gewesen. So, und irgendwie, wir wissen auch irgendwie, wie man sich kann beschäftigen und... Ja, nein, vor allem, ich glaube, wir haben alle einen Drang. Also ich habe einen extremen Drang, mich zu beschäftigen irgendwann. Ich habe auch einen extremen Drang, ab und zu vorne zu liegen und zu sagen, und anschlagen. Also wirklich, Wortwörter, das ist mir so egal. Aber irgendwie etwas muss gehen. Ja. So, und dann finde ich es lustig. Ich höre es immer wieder auch eben von Leuten, so, dass es nicht das gerade etwas gibt. Und ich freue mich auch darauf. Eben, ich mache jetzt Musik, wo ich den Leuten etwas geben kann. Ich finde es auch immer krass, oder, dass all die Storys, die aufkommen jetzt während der Pandemie, was alles passiert ist und. Und ich bin überhaupt nicht betroffen gewesen. Ich finde es, weiß nicht, ob das vielleicht ein bisschen unfair, aber ich finde es noch krass. Wie, du bist nicht der erste Künstler, der das auch sagt. So, hey, im Fall. Ich habe gemerkt, dass ich dann zum Teil anderen Künstlern eben ein bisschen Unrecht tue, indem ich es so genommen habe, wie ich es genommen habe. Ja. Weil für andere ist es wirklich super scheiße. Weil halt wirklich, wenn ein klarer und das meine ich überhaupt nicht negativ, sondern es ist sogar toll, ein klarer Business-Aspekt dabei ist, wo halt noch eine Familie dranhängt. Und ja, okay, andere Story. Ja. Ich habe halt auch keine Familie. Ich muss niemandem irgendwie... Und darum ist für uns ist super einfach. Weil eben, was hocken wir mit der Türklinke, hocken wir da. Finden, okay, jetzt ist halt ein bisschen so und dann machen wir es wieder ein bisschen so. Es ist schon etwas anderes, oder? Aber wenn halt in jedem Bereich, wenn irgendwie du etwas aufbaust und das einfach ohne eigene Verschuldung komplett... Verrissen und dann Arsch geht für eine gewisse Zeit, dann ist so, das verstand ich schon, weißt du? Ich finde es aber noch schön, in der Schweiz ist, glaube ich, so ein bisschen, ja, nein, vielleicht auch nicht, vielleicht, ich rede von Sachen, die ich gar nicht habe, aber ich überlege mir immer so gibt es irgendjemanden, der wirklich krasse Verluste gefahren hat, der nicht eine Firma ist? Weißt du, so, wirklich ein bisschen abgesichert ist. So, gibt es wirklich Privatpersonen, die richtig finanziell jetzt als Künstler gelitten haben? Natürlich, ja. Die gibt es sicher, aber die in dem, ich glaube, von denen, was vorher gut gegangen ist, ich habe das Gefühl, denen ist während der Pandemie auch gut gegangen.
Ich weiß nicht, aber ich irgendwie ist es. Ich weiß es auch nicht. Ich habe nur das Gefühl, dass denen, was schon vorher schlecht gegangen ist, dass denen verschissen gegangen ist. So. Aber denen, ja, was gut gegangen ist, denkst du? Ja. Also ich habe nicht mit vielen Künstlern geredet, also ich weiß, ich kann nicht alles. Nein, ich glaube, es ist wie in vielen Bereichen halt, man hat ja durch die Pandemie, hat man ja ein bisschen gemerkt, wie unser System ja an sich schon aufgrund von einer Überforderung funktioniert. Mhm. Also weißt, wenn ich dann zum Beispiel gelesen habe, der DFB muss die letzten paar Bundesligaspiele durchführen, weil sonst sind sie bankrott. Nein. Weil halt, ja, weil die Fernsehgelder, die sind dann nicht erfüllt und mit denen wird aber schon kalkuliert fürs nächste Jahr und also weißt, es ist dann halt, wir leben in so einem komplett überfordertes System und da nehme ich mich nicht aus. Mir hat es geholfen, ich habe jetzt nicht mehr so Geld investieren. Okay, ja. Für Shows, weil ich die nicht hätte spielen können. Aber sonst wäre ich auch in dem Rhythmus, wo ich würde sagen, okay, das Geld, das jetzt hier gekommen ist, das brauche ich schon wieder für Werbung dort. Ja. Und ich habe ja dort die Tickets noch nicht verkauft. Das heisst, in dem Moment ist es auf Verlust. Uff. Genau. Ja. Mit der Kalkulation, so und so viel sollte kommen. Also haben wir es. Also weißt du, und es gibt schon gewisse Bereiche, wo es kann super scheiße laufen, wenn du jetzt das große Zion-Musical planst. Ja? Du machst jetzt das große Zion-Musical. Ja, 100 du Leute, 100 Leute, schon, 100 Leute schon angestellt. Ein paar zahlst du auch schon, weil die Vorarbeit da. Und dann kommt dort irgendwann, keine Ahnung, Ende März, war die Premiere gesehen. Und das geht alles weg, dann kannst du schon sein, dass du in dem Moment vielleicht ein bisschen am Arsch bist. So. Ja. Ja, vielleicht bin ich einfach recht am Anfang. Nein, ich bin ja recht am Anfang. Ich das einfach wegen dem, so, dass ich das ein bisschen blind anschaue und so. Also, das ist nicht so schlimm. Nein, aber ich kenne es halt, wenn ich nicht einfach das richtig. Es ist natürlich ein anderer Standard. So. Das ist ein anderer Standard. Ich meine, wenn die Wohnung dreimal mehr kostet, dann solltest du auch etwa dreimal mehr verdienen. Mhm. Und also, es sind irgendwie. Ja. Und wenn das Auto schon gekauft hast. Man kommt immer wieder zum Auto, gell? Dann musst du das irgendwie. Das ist schon teuer, so ein scheiß Auto. Das Auto ist schon. Warum ist eigentlich? Ich habe aus genau dem Grund am ersten und letzten jetzt. Ich habe gesagt, ich brauche einen Wagen. Mhm. Ich brauche Platz, ich bin jetzt unterwegs, ich muss dort, weißt du, Sachen reinkommen, wo man nicht denkt, ich muss nicht einfach das Klavier und dann noch eine Gitarre, sondern ich muss den ganzen Ramsch auch noch rein, für nicht nur für andere, sondern auch für mich und es wird zwar aufteilt, aber ich brauche mehr Platz, das Auto, man hat das nicht. Jetzt haben wir so eine, auch so ein uraltes Modell, Skoda Fabia gekauft und ich habe schon lange nicht so etwas Geiles gefunden. Mhm. Von ohne Sache, es ist wirklich so, dass das, wow. Da kann ich jetzt machen, was ich will. Das ist nicht schön, das ist Crap. Ich kann da innen abfallen und so. Es ist, weiß auch nicht, vielleicht haben wir zwar wenig, so, aber ein teures Auto würde jetzt überhaupt nicht. Also eben, das ist auch so etwas. Ich habe in meinem Leben noch nie ein teures Auto gehabt, weil ich könnte verlieren. Ich müsste das nicht abzahlen, weiß ich auch nicht was. Darum, ich glaube, das, was ich vorher gesagt habe, muss ich mich zurücknehmen. So, ich habe keine Ahnung. So, mir geht es gut. So, dementsprechend. Ja, es ist krass, das Pandemie-Ding. Ich habe es erst gerade letztens mit meinem Produzenten darüber geredet und es sind so verschiedene Ansichten. Yeah. Also nicht wegen der Fronten oder so oder wegen der Unterschiede, sondern einfach nur, wie verschiedene die Geschichten jetzt durch die Pandemie gewesen sind. Mhm. Von jedem Einzelnen hat eine ganz andere Story dazu. Genau, und das ist ja auch wieder, das schließt ja eigentlich den Kreis wieder. Pandemie ist jetzt ein Beispiel dafür. Alle sind so mit ihrer eigenen Geschichte und so mit sich selbst beschäftigt, dass etwas, wo per se global, nicht vielleicht global, aber sagen wir mal pro Land, etwa den gleichen Impact hat. Ja? Halt je nach Massnahmen und so. Schon nur eben, zwei Musiker, die zwar das Gleiche machen, aber der eine die ist gerade kurz vor Album-Release und die andere Person ist irgendwie geplant gesehen, jetzt einfach mal ein bisschen neue Songs schreiben, aber noch keinen Zeitdruck. Ja. Dort hat es schon einen anderen Impact. So, und wenn du dann siehst, wie einfach etwas, das den gleichen Impact könnte haben, die gleiche Impuls von außen, wird bei allen Menschen komplett anders verarbeitet, wahrgenommen, umgemünzt, etc. Das ist schon spannend. Und wie ist denn für dich, dass du zum Beispiel so einen Feel-Good-Podcast machst? Das Ziel ist doch Feel-Good, oder? Yeah. Das ist so das Ding. Yeah. Jetzt kommen all die Leute während der Pandemie zu dir. Yeah. So, erzählen alle ihre verschiedenen Geschichten.
Mhm. Was gut, wir haben natürlich probiert, nicht zu fest über die Pandemie zu schwätzen. Okay, ja. So Regel Nummer 1. Nein, sonst hätte natürlich ab und zu einen Moment gegeben, wo man dann irgendwie drüber schwätzt. Ja. Boah, wir müssen dann langsam die wegschicken da, gell? Gut, mal was sagen. Nein, aber du hast noch ein paar Termine. Nein, überhaupt nicht. Sondern vielmehr, klar, eben, wie kann man vielleicht ein bisschen positiver damit umgehen? Mhm. Aber ich sitze ja nicht in einem Podcast und denke immer viel gut, viel gut, viel gut, das muss jetzt alles super viel gut sein. Ja. Sondern es geht wirklich mehr darum, sich auszutauschen und den Menschen so etwas zu geben. So wie du mit der Musik. Hm. Ich mache es völlig egoistisch. Trotz du machst es völlig egoistisch? Natürlich. Ich kann mit dir jetzt seit eineinhalb Stunden schwätzen. Voll geil. Alright. Ja, okay. Wir haben sogar eine Connection, aber wenn schwätzen wir schon so. Stimmt. Gibt mir schon mega viel. Ja. Heißt, hat mir auch während der Pandemie geholfen. Aha. Erster Lockdown hat es mir geholfen, gar nichts zu machen. Hat wirklich geholfen, einfach mal. Und danach, dann hat es mir geholfen, irgendeine Beschäftigung. Ich habe jede Woche einen Gast. Weil ab dort habe ich entschieden, dass ich das ja wirklich so mache. Mhm. Jede Woche, immer am Freitag mit einem Gast. So, und danach kommst du ein bisschen Rhythmus und du merkst dann irgendwie, Leute schreiben, es hilft ihnen jetzt gerade, weil es ist wirklich auch eine Zeit gewesen, das hat mich am Anfang ein bisschen gestresst. Es ist keine neue Musik gekommen. Ja, geil, alles auf Stopp. Aber wirklich alles, weißt du? Ich habe keinen Sport mehr können schauen. Keine Filme, Serien, es schafft alles weg. Ja. Und wenn du dann irgendwann anfängst, die Leute gesehen, wie sie sich gegenseitig daheim streamen, statt dass sie ihre geile Fernsehshow machen, habe ich so gedacht, what the fuck? Ja. So, und dann habe ich gemerkt, geil, ich kann etwas machen, die Leute kriegen irgendwie jede Woche etwas Neues, das macht ihnen Freude, das macht mir wieder Freude, da hast du dann wieder das intrinsische, extrinsische Hin und Her. Ich sehe den Egoismus dahinter. Super egoistisch, super egoistisch. Keine Ahnung. Ich glaube, ich muss dir recht geben. Aber das ist wahrscheinlich schlussendlich bei dir mit Musik nicht anders. Ich glaube, ja. Voll. Ich glaube, in dem Moment so, habe ich mir auch gesagt, jetzt stürze ich mich auch voll drin zu produzieren und der Rest und dann ist mir so egal. Ja, bei dir ist es sogar so gesehen, es war schon vor der Pandemie was geplant gesehen. Absolut, ja, gell? Mit dem ersten Song, ja. Und dann ist gerade, Cut. Wir warten noch schnell. Ja. Alles auf Stopp, alles. Ja. Aber ich glaube, wir haben das Beste daraus gemacht. Also ich finde es gut, so wie es jetzt ist. Ich finde es einfach lustig, wenn jetzt mit jemandem mal über eine längere Zeitraum über gewisse Sachen reden, wo so, ich weiß gar nicht, ob ich es schaffe, jemanden für, also ich bin mit dem Gedanken dahin gekommen, nach dem müssen sich die Leute besser fühlen. Ah, siehst du, das ist schon mega lustig. Du hast aber schon wieder Motivation gehabt. Ja, genau, ja. Aber dass ich es geschafft habe, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, aber vielleicht hat es irgendjemand Irgendetwas, wo man kann daraus rausziehen kann. Ich wüsste jetzt alle, dass Coldplay vielleicht nicht so der Shit ist. Das fühlt sich besser wegen dem. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich bin eben mit dem Gedanken daher gekommen, eigentlich, dass man über lustige Sachen redet und dass man dann nicht. Und vielleicht bin ich es einfach auch nicht. Doch, du bist sehr lustig. Hey, es ist auch. Also, weißt du, ich könnte das ja auch mehr steuern. Ich lasse es auf gerne da hin. Ah, wirklich, ja. Wo es angeht. Und das ist mal so, und ein anderes Mal reden wir mehr über Autos. Und also rein egoistisch von meiner Seite gesehen, es hat richtig gut da. Siehst du? Es hat wirklich richtig gut da. Ja. Wir auch. Mega. Ja. Mega. Ja, ich bin fast schon ein bisschen verschrocken und gesagt, jetzt musst du abhauen. Wir haben jetzt super eineinhalb Stunden gemacht. Jetzt 8? Ja. Crazy. Ja. Ja, dann lassen wir die Leute bei dem, was es ist, oder wie? Ja, ich glaube schon, oder? Jetzt muss langsam der nächste Termin. Dahinter wird der Kopf genickt, ja. Weiter! Aber siehst du, hast am Anfang noch gedacht, reden wir jetzt über Zauberei? Ja, genau. Oder? Und muss einfach irgendjemand ankommen? Deep es bis zum Egoismus. Bis zum absoluten Egoismus. So, und dass du dich jetzt besser fühlst, freut mich riesig. Mega, ja. Ich fühle mich auch besser. Yes! Siehst du? Hi! Und wenn der Pod rauskommt, ist die Album auch draussen. Mhm. Und ich werde es mit Freude speichern und hören. Vielleicht zwischen Hard und wem auch immer. Zwischen? Hard und wem auch immer. Weil ja schon in deine Radio reinkommen. Genau, zuletzt oder? Gespielt. Und also kaufen kann man es ja fast nicht mehr. Hey, doch im Fall. Bringst du ein Vinyl raus? Nein, nicht. Aber die CD, und ich habe mir mega Mühe gegeben, damit es einfach nur eine CD ist. Es ist zwar einfach eine CD natürlich, für uns ist aber so, aber es ist drinnen noch etwas, wo nicht einfach nur Lyrics und Credits sind. Ja.
Ich glaube, nein, ich glaube, da dann vielleicht. Vielleicht. ich kaufe sie ja gern. Nein. Also du kaufst sie aber nicht gern, oder? Aha, so, nein, ich kaufe sie gern. So, aber ich kaufe am liebsten Vinyl. Ja, wirklich? Ja, das habe ich wirklich. Ich glaube, das ist etwas, was man abwarten muss heutzutage. So, sind deine Leute, die das dann kaufen? Ja, ja. Yeah. Also, als erstes gerade so Vinyl rausbringen, wäre von mir her vielleicht. Ja, ja. Ein risky Ding. So, man investiert eben auch. Richtig, ja. Richtig. Nein, aber ich wünsche dir ganz viel Erfolg. Danke. Und bis sehr bald. So, also wir sehen uns immer wieder. Aber, jo. Ja. Komm wieder mal da hin. Dann ich komme wieder mal da hin. Dann reden wir über, wo an welchem Punkt du denn bist. Ja, ja. Dann habe ich vielleicht das Gerät, das ich kann, die Küchenlichter einstellen kann und rede mich über das auf. Das Blau, im ganzen Blau ist so. Nice. Sehr schön. Vielen Dank auch Christoph und bis bald. Bis bald. Piep. Bye.